Moin moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute ist mal wieder soweit. Nach 2 Wochen geht's weiter mit dem Sprint Cup bei Hovesim Racing. Wir sind beim 4. Rennen. Wir sind auf Watkins Glen unterwegs, sind noch im Qualifying. 32 Piloten sind heute am Start. 31 davon, die heute auch in die Wertung eingehen werden. Heute haben wir nämlich noch einen Gaststarter dabei. Bisschen außer der Reihe hier. Kommen wir gleich zu. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf die Strecke, schauen mal, wer so dabei ist. Und dann, ja, geht's los. So, also wir gehen mal ein bisschen durch. Wer ist denn so dabei? Wir fangen mal ganz vorne an mit der Nummer 3. Oliver Braun haben wir dabei hier im McLaren. Steht hier in der Box, wie so ein paar andere Fahrzeuge. Einige haben noch, ja, leider Qualifying-Sperren aus dem letzten Rennen. Deswegen werden wir heute, ja, ein paar weniger Autos sehen auf der Strecke im Qualifying als normal. Ich glaube, 5 Stück waren es oder so. Also doch nicht ganz so voll auf der Strecke mit 32 Piloten. Werden also ein bisschen unter 30 sein, die hier ein Qualifying hinlegen werden. Aber dann entsprechend im Rennen mit eingreifen werden. Nick moin, Meier moin, moin moin, herzlich willkommen. Und moin Timo auch dabei, sehr schön. Racing Team Marabu auch dabei. Ja, dann gehen wir weiter. Pierre Brücken habe ich fast übersprungen. Hier sehen wir hier für Schalke GT Racing mit der Nummer 4 im Aston Martin. Wir kriegen schon die ersten Rundenzeiten rein. Stefan Mons hier mit einer 44,2. Das ist auch der, ja, zweite der Gesamtführung. 3 Punkte hinter Lukas Bergold, der die Gesamtführung anführt. Hat in den ersten 3 Rennen tatsächlich, ja, 3-mal das Podium geholt. 1-mal erster, 2. und 3. Platz. Stefan Mons, den wir da auf der 1 gerade gesehen haben. Jetzt ist Lukas Bergold auf der 1. 2-mal gewonnen, 1-mal P9. Mit 96 Punkten, wie gesagt. Aber schauen wir uns nachher nochmal eine Übersicht an. Wir gehen mal weiter. Peter Buchholz für Soapbox Racing. Hier mit der Nummer 5 im BMW. Gerade dabei, eine Zeit zu setzen hier. Jürgen Hofmann haben wir dann im BMW. Mit der Nummer 8. Gerade hier in der, ja, gleich vorletzten Kurve unterwegs. Hat auch noch keine Zeit gesetzt. Wird aber gleich eine kommen, denke ich mal. Also da können wir uns gleich auf eine freuen hier. Ja, Timo, weißt du doch, meine Sprache manchmal. Daniel Arning sehen wir hier im Ferrari für RM Motorsport mit der Nummer 13 durch Kurve 1. Hier auf der 5. Position im Moment 1,2 Sekunden Rückstand. Aber da können wir sicher sein, dass da nächste Viertelstunde noch ein bisschen was gehen wird, zeitentechnisch. Bergold, wie gesagt, auf der 1, Monster hinter. Desire auf der 3, Jeff Ewerts, der, glaube ich, Dritter sein müsste. Ja, Dritter mit einem 2. Platz vor letztes Rennen. Bestes Ergebnis, letztes Rennen auf Laguna Seca lief nicht ganz so optimal. 21. ist er da geworden. Dann haben wir noch Gemo Kipfer im BMW für Panther GT Racing. Der Schweizer hier, ja, hinter einem Aston Martin gerade. Hoffen wir mal, dass er nicht allzu sehr aufgehalten wird. Momentan die Runde doch sehr, sehr ähnlich zu seiner bisherigen. Nick Kleefeld, der müsste einer da sein, der keine Qualifying-Zeit setzen darf. Dementsprechend wird er von weiter hinten nachher starten. Dennis Geser haben wir auf der 20 im Moment, 2,7 Sekunden im AMG. BFR hier vorletzte Kurve deutlich zu weit rausgekommen, damit natürlich die Runde leider ungültig. Aber hat ja noch viel, viel Zeit, hier eine gute Runde zu setzen. Auf der Strecke, ja, sollte man sein Plätzchen finden. Wenn wir da mal so drauf gucken auf die Streckenkarte, da ist doch so eine relativ große Lücke noch im Feld. Also könnte es noch etwas besser verteilen. So, dann gehen wir weiter zu René Brey, wenn Dennis Pecor jetzt auf die 1 gegangen ist. René Brey haben wir für CDS Digital Motorsport, der in der Gesamtwertung 8er ist. Auch in der Goldwertung, wir haben ja 3 Wertungen, Gold, Silber und Bronze. Peter Lindner übrigens der Führende der Silberwertung insgesamt auf der 6. Der Bronzeführende ist Pierre Brückner auf der 20 insgesamt. Das auch noch für den Background sozusagen. Dann haben wir Jeff Ewerts mit der Nummer 23 auf Platz 6. Was sagen die Zeiten da vorne? 43,7 von Precur, eine Zehntel, dann nochmal 3,5 Zehntel. Ah, vorne haben wir doch ein paar größere Abstände. Schauen wir mal, wie dicht die da alle noch rankommen im Training eben. Ja, haben sich so ein, zwei ein bisschen abgesetzt, muss man sagen. Dann haben wir Chris Haya für HyperX Racing Luxemburg 2 im Honda hier. Müssten wir auch eine schöne Flagge hier auf der Seite sehen. Die Deutschlandflagge, Teamkollegen haben, glaube ich, noch eine Flagge von Luxemburg drauf. Er hier momentan auf der 5. Da ist Stefan Mons, den haben wir eben schon gelesen. Das ist nämlich auch HyperX Luxemburg 1, auch mit der deutschen Flagge drauf. Hier auf der aktuell 3. Position, der erste Verfolger von Lukas Bergold. Falk Moritz, Payers Lieferservice Kiel haben wir hier im BMW mit der 46. Schauen wir mal da, diese Runde sollte deutlich besser werden. 13 Grad auf jeden Fall schon mal wieder rausholen können. Streckentemperaturen, ja, sind ganz okay aus. Ah, da ein bisschen jetzt in die Wand gefahren. Damit natürlich die Runde leider dahin. Aber da geht auf jeden Fall noch einiges. Trotzdem erstmal auf die 8. Position. Aber 6., 7. wäre auf jeden Fall drin gewesen jetzt im Moment. Jakob Hausinger, den haben wir im BMW für DOD Racing Hove. Oder, ne, ohne Hove wahrscheinlich. Jakob Hausinger hier in der 7.
45er BMW auf der jetzt 20. Position, 2,4 Sekunden nach ganz vorne. Alex Cruz haben wir an einem feurigen Honda unterwegs. Hier für Cruz ist er unterwegs. Ja, mit der 71. Mal sehen, wo geht's dahin? Platz 15 im Moment. Hier erster Abschnitt, fast alles Vollgas. Erste Kurve eigentlich nur und dann bis zur Schikane hoch. Alles auf dem Pinsel bleiben hier. Drücken mal den Daumen, dass da alles funktioniert beim Start nachher. Gibt ja doch mal gerne hier Unfälle im ersten Sektor Richtung Schikane vor allem. So, dann gehen wir weiter. Alex Langhorst, Arnold Peers, Lieferservice Kiel. Teamkollege war ja im BMW unterwegs. Er im Honda auf der 25 im Moment. Wir gehen weiter zu Daniel Pace, Suicide Crew. Weiß nicht, wie viele von denen heute dabei sind. Ich meine, das müssten normalerweise auch ein paar mehr Autos sein vom Team. Aber Daniel Pace auf jeden Fall am Start mit der 74 im BMW. Dann haben wir den Audi von Matthias Weggel, Hovesim Racing, auf der 9. Position. Das sieht auch schon mal gar nicht so schlecht aus. Diese Runde hat er bis jetzt noch nicht so viel rausholen können. Immer noch nicht so ganz unter der 1-Sekunde-Marke nach ganz vorne. Wir gehen zu Thomas Geffert für Soapbox Racing. Steht hier in der Box. Schon eine Zeit gesetzt. Mal gucken, ob er jetzt nochmal gleich rausfährt. Hier der AMG ist das, der blaue, dahinter dem Audi. Hat offenbar die Box ganz vorne. Fährt jetzt auch nochmal raus. Und dann gucken wir mal, ob er da nochmal rankommt ans Feld. Michael H. für Freiburger Racing Team. Ein Lamborghini mit der 86, Platz 17. Aber auch da ist noch einiges an Potenzial vorhanden. Zeitentechnisch zumindest, wenn er da die 3/4 Zehntel nach Hause bringt. Ja, gewinnt er eine Position. Denn da bis Position 15 ist es doch schon mehr als eine halbe Sekunde im Moment. Und ja, auch Alex Cruz auf der 16 ist ja nochmal ganz gut unterwegs, wie wir sehen. Da muss er sich nochmal ein bisschen sputen. Dann haben wir Peter Lindner hier. Das ist, lass mich kurz gucken, müsste der führende, genau, der Silberklasse sein. Platz 6 insgesamt, Peter Lindner hier auf der 5. Position. Also, ja, pace-technisch könnte er vielleicht auch Gold fahren, aber hier aktuell als Silber unterwegs. Thorsten Käse haben wir dann auf der 27. Auch da ist noch einiges im, an Potenzial, da wollte ich sagen, 0,4 Sekunden. Ja, aber auch da fehlen 1,3 im Moment bis zur nächsten Position hier. Moin Tom. Maro Sana wäre der nächste BMW für HQT Hasim Racing, die 169, Platz 25 im Moment. Dann gehen wir mal wieder in die Top 10 rein. Benedikt Gavlicek ist das, Downforce Racing, 232. Ja, ein McLaren tatsächlich, auch nicht so oft gesehen, das Fahrzeug. Aber hier haben wir auch ein Fabrikat, da im Hintergrund ein blinkender Porsche. Magma Hui steht in der Box, darf, soweit ich weiß, auch kein Qualifying fahren. Deswegen, ja, muss er leider hier verharren, bis das Rennen beginnt. Dann haben wir nochmal Hovesim Racing in Person von Patrick Schröter. Hier in, ja, wie immer, grünen Honda unterwegs, im grün-roten, der 292. Auch der 1,6 Sekunden nach ganz vorne, bewegt sich hier gerade so ziemlich in der Mitte des Feldes auf der 15. Lukas Bergold, der Führende der Gesamtwertung. Auch hier gerade ganz vorne mit einer 43,4, aber immer noch was im Petto, würde ich sagen. 0,1 Sekunde im Delta, Dennis Prekor dahinter, der hat nochmal 2 Zehntel gefunden. Scheint vielleicht einen kleinen Schlag am Tausch zu geben heute. Dann haben wir Helder Guerra auf der 11. Position. Da haben wir nämlich das dritte Fahrzeug von HyperX Racing. Hier mit dem, ja, mit der Flagge von Luxemburg drauf, wie gesagt, auf der Seite. Gut zu erkennen hier die 555. Jan Butch im M6 natürlich, was auch sonst, mit der Nummer 666, Drone Warrior Racing. Auch eine sehr, sehr schöne Lackierung, die wir hier am Laufe des Rennens nochmal sehen werden, denke ich mal, auf der 21 im Moment. Dann haben wir 3 Fahrzeuge. Kevin Hassler steht in der Box. Hat auch schon eine Zeit gesetzt, die 712 für Char GT Racing. René Moldenhauer im Aston Martin RM Motorsport auf der 9. Und dann haben wir Dennis Prekur. Das ist heute ein Gaststarter ausnahmsweise. Das ist nämlich der Gewinner der ersten Season im Sprint Kapperhove. Diese Season fährt er eigentlich nicht mit, deswegen heute als Gaststarter dabei. Fährt aber die GT4 bei Hovesim Racing mit, wo er, wie ich gesehen habe, glaube ich, die ersten 4 Rennen alle gewonnen hat. Also relativ ähnlich zur ersten GT3 Saison hier im Sprint Cup. Wie gesagt, heute Gaststarter, wird sich wohl hier mit Bergold heute ein bisschen betteln. Mal schauen. Wir sehen da 2/1000stel trennen die beiden Fahrzeuge gerade mal. Dann kommt eine relativ große Lücke von 6 Zehntel zu René Brey. Und danach, ja, da reiht sich dann alles dran, würde ich mal sagen. Also es fällt so innerhalb von 3 bis 4 Sekunden im Moment. Aber wird für Bergold heute eine gute Möglichkeit sein, nochmal richtig Punkte zu holen. Hat ja hier die ersten 3 Rennen auf dem Podium abschließen können. Wo ist er? Da ist er. Und ja, gibt auch so ein paar Strecken, wo er vielleicht nicht ganz so stark ist, wie er schon meinte. Olden Park, Indianapolis.
Also da ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn er hier ein paar Punkte holen kann und seine Führung ja vielleicht ausbauen kann. Hat 3 Punkte Vorsprung vor Stefan Mons. Wo ist der eigentlich im Moment? Wo ist er denn? Auf der 4 ist er. Also nicht so weit weg. Aber könnte trotzdem ein paar Punkte ja gut machen auf ihn. Aber wie gesagt, schauen wir uns dann gleich nochmal eine Gesamtwertung an. So, dann gucken wir mal. Berghold nochmal gut unterwegs. Preko dahinter. Stefan Mons hier kommt gerade über die Linie. Eine Zehntel hat er nochmal mitgebracht. Geht damit auf die 3. René Brey. Ein Runter, der noch in der Box steht. Mal schauen, ob der nochmal rausfährt. Jeff Ewerts ja auch auf den letzten Metern seiner Runde. 0,6 Sekunden. Also kann hier sein Rückstand vielleicht nochmal halbieren. Na, schauen wir mal, wo es hingeht. Müsste auch so Richtung, ja, 3., 4. Platz im Moment sein. Ja, mal kurz draufbleiben, hier nicht so weit rauskommen. Sonst gibt es ja ganz schnell mal einen Cut. Eine Stunde fahren wir ja, wie immer. Und da willst du dir eigentlich keine DT holen. Das fährst du nicht unbedingt gleich wieder zu. So, schauen wir mal, wenn er über die Linie geht, wo er sich dann platziert. 0,4 Sekunden waren es dann. Ist damit erstmal auf die 5. gegangen. Lukas Berghold, 2 Zehntel findet er noch. Na, kommt heute noch die 42er. Schauen wir mal. Er ist jetzt hier auch in den letzten beiden Kurven. Also, der knabbert zumindest mal an der Grenze von der 43.0. Mal sehen, ob er in den letzten Kurven noch mal ein bisschen was rausholen kann hier. Aber, ja, sieht erstmal relativ safe aus, was die Position angeht. Vor allem gegen die direkten Gegner ab Platz 3. 43.160 nämlich sehen wir hier. So, was haben wir weiter hinten vielleicht noch? Remo Kipfer. Auch der jetzt hier gleich seine Runde beendet. Er hat auch noch BMW vor sich. Hat jetzt im Moment 0,4 Sekunden, 0,3 im Delta. Aber da sehen wir, das reicht schon mal, um gleich mal eine Handvoll Position gut zu machen. Die ersten 30 Positionen bekommen ja insgesamt Punkte und dann in jeder Klasse die ersten 15 müssten sein, die dann nochmal Punkte bekommen. Also hier gibt es dann Doppelpunkte sozusagen. Also gar nicht mal so schlecht, wenn man sich hier schon mal gut platzieren kann im Qualifying. Schauen wir mal auf die 14 immerhin. 3 Positionen gewonnen. Ah, da glaube ich noch ein bisschen mehr drin. So, Jürgen Hoffmann, was macht der? Ist gerade durch die Toe durch, müsste die Kurve heißen. Jetzt geht es hier über die Gerade runter Richtung Heel Corner. Genau, Toe und Heel hier. Schauen wir mal hier ein bisschen bergab. Kann man auch mal ein bisschen zu weit rauskommen. Man kann recht weit rausgehen. Wie wir hier sehen können, ein bisschen Auslauffläche vorhanden. Aber hier, ja, alles noch gültig, wie es aussieht. Schauen wir mal. Ja, 1 Sekunde im Delta, aber er hat auch einen recht großen Abstand im Moment noch. Also da wird er jetzt keine Riesensprünge machen, was die Position angeht. Aber wird hier natürlich nochmal gucken, vielleicht so 1, 2, 3 Leute zu überholen. Schauen wir mal, wo es jetzt hingeht. Kommt jetzt durch die letzte Kurve, Platz 30 im Moment. Und dann ist er jetzt. Schauen wir mal. 1, 2 Positionen weiter vorne wahrscheinlich. Auf die 29, 1 Position. Also nochmal eine Zehntel mehr, dann kann er sich Thorsten Käser vielleicht nochmal schnappen. So, gehen wir zu Patrick Schröter rüber. Der ist auch gerade hier unterwegs mit seinem Honda 0,2 Sekunden. Ja, da ist schon deutlich enger im Mittelfeld. Da machen 2, 3 Zehntel nochmal was aus hier, eng an der Wand lang. Und dann ab auf die Startzielgerade, Vollgas hier, Platz 16 und jetzt auf die 10. Position. 6 Positionen, jetzt noch 5. Hat gerade nochmal gewonnen, da hinter der Audi wahrscheinlich gerade auch nochmal eine Bestzeit gesetzt. Oder eine Verbesserung zumindest. Also hier Top 10 auch möglich, würde ich sagen. So, wo gehen wir hin? Zu Matthias Weggel vielleicht nochmal. Die Delta werden ein bisschen geringer, beziehungsweise weniger, wie wir gerade sehen. Haben schon viele eine gute Runde hingesetzt oder hingelegt hier vorne. Berghold in der Box oder kommt gerade wieder raus. Precour auf einer Outlap. Stefan Mons auf einer, ja, keinen guten Gezeiteten im Moment. René Brey auf der 4. Weiß, ob der nochmal rausfährt. Steht da, glaube ich, jetzt schon ein bisschen länger in der Box. Ansonsten haben wir noch Gavlicek auf der 8 in den Top 10, der sich noch weiter nach vorne arbeiten möchte. Aber auch nicht so viel im Delta. Wird auch nur kleine Sprünge im Moment machen. So, gucken wir mal Matthias Weggel. Ob der sich jetzt hier wirklich nochmal gut verbessern kann, wäre Top 10 im Moment, wenn er das nach Hause bringt. Hier holt er auch nochmal ein bisschen was raus, 1, 2 Zehntel. Ja, zumindest Eingang der Kurve, Ausgang der Kurve. Ja, wieder verloren. Aber vielleicht ein bisschen schnell reingefahren in die Linkskurve. Eine schwierige Kurve kriegt man gerne mal übersteuern. Also da kann man mal richtig viel Zeit liegen lassen. Schauen wir mal, am Ende sind es aber wohl doch um die 3 Zehntel, die er sich nochmal verbessert. Und das sollte dann Position 9 werden. Jawohl, 1,34 Sekunden Rückstand. Und dann gucken wir mal, ob er jetzt hier sein Qualifying beendet, ob er nochmal eine Runde setzt. Wahrscheinlich wird er nicht mehr so viel fahren können hier. Aber Top 10 sieht doch gar nicht mal so schlecht aus.
So, Daniel Arning, er im Motorsport, noch mitten auf seiner Runde, aber auch nochmal eine halbe Sekunde gefunden. Also da macht er auch nochmal einen guten Sprung, wenn er das über die Ziellinie bringt, Richtung Top 10, in die Top 10 rein. Ich glaube, ja, da fuhr jetzt nicht mehr so viele Verbesserungen unterwegs. Also da wird er wahrscheinlich auch erstmal bleiben. Dahinter haben wir noch Braun und Zahner 19 und 20, die Nummer 3 Zehntel dabei haben. Da wird es aber nicht reichen, um ja, Daniel Arning jetzt hier gerade mal gefährlich zu werden im Qualifying. Gucken wir mal, was die Nummer 13 hier noch jetzt zustande bringt. 0,7 Sekunden, 0,6. Ja, aber insgesamt doch mal ein bisschen was rausgeholt hier im letzten Abschnitt. Schauen wir mal hier nochmal richtig am Limit. Nicht zu weit rauskommen, auch sehr, sehr holperig. Da verliert man gerne mal das Fahrzeug, mit dem Fahrzeug hier sowieso gerne mal. Aber sieht gut aus, 0,6 Sekunden bringt er mit. Das ist auf jeden Fall mal eine Top-10-Platzierung. Für den Moment auf die 8. geht's hier. Ja, vielleicht ist da ja noch Platz 7, Platz 6, Platz 5 irgendwas drin, wenn er noch mal ein bisschen was findet. Wen haben wir noch? Jakob Hausinger, DOD Racing, die 47 auf der 25. Ja, da sind die Abstände aber auch schon recht groß dann zu den nächsten Positionen. Also zumindest, wenn man ein bisschen weiter nach vorne möchte, zwischen 20 und 21 vor allem, haben wir eine halbe Sekunde. Ansonsten, ja, vielleicht schafft das hier noch in die Top 20 zu fahren mit der Runde. Mal sehen, eine Runde müsste er noch dann schaffen. Also zwei Runden hat er quasi noch Zeit, sich hier nochmal deutlich zu verbessern. Potenzial für die Top 20 auf jeden Fall mal vorhanden, wie wir hier sehen können. 0,6 Sekunden, also ja, vielleicht geht es ja sogar noch unter die 2-Sekunden-Marke hier. So, ich guck mal vorne, passiert gerade nicht super viel. Auf der 10. Position Arning nochmal gut unterwegs. Patrick Schröter auf der 14 sehen wir auch nochmal. Remo Kipfer auf der 16 nochmal ein grünes Delta. Hausinger leider gerade die Runde ungültig gemacht. Deswegen gehen wir zu Peter Lindner. Der ist gerade erst in der ersten Kurve, geht auf seine letzte gezeitete Runde. Und schauen wir mal, ganz, ganz wichtig, Kurve 1. Denn wenn du den schlecht erwischst, den Ausgang oder die Kurve allgemein, das summiert sich natürlich hier Richtung Schikane hoch. Und da sehen wir auch, plus minus null, hat er nicht wirklich was herausholen können, leider. Also schauen wir mal, ob er im zweiten und dritten Abschnitt nochmal was gefunden hat. Hausinger geht auch nochmal auf eine Runde, die wir gerade gesehen haben. Jan Butt sehen wir hier noch, Drone Warrior Racing, out auf seiner letzten Runde unterwegs, plus minus null. Aber Daniel Arning, der kommt jetzt hier auch durch die letzte Kurve, 0,3 Sekunden. Ah, könnte nochmal ein Top 5 werden. Schauen wir mal, ja, es wird ein bisschen knapp, wieder leicht verloren hier. Aber Top 10 sollte mindestens drin sein heute, Platz 4 sogar. Also hat gerade so gereicht hier für die zweite Startreihe um ihn rum gerade. Ja, keiner, der gerade wirklich gefährlich wird. Mal gucken, ob Falk Moritz nochmal nachlegen kann. Der ist jetzt hier, ja, leider bis plus minus null unterwegs. Gerade noch 2 Zehntel gehabt, hat da ein bisschen was verloren. Also da wird es wohl auch keine Verbesserung mehr geben. Davor schon 1, 2 Autos in der Box, beziehungsweise auf, ja, keine Verbesserung zumindest unterwegs. Und Falk Moritz, der dengelt hier mal an die Wand ran. Damit wird es maximal Platz 9 werden heute. Aber mal gucken, glaube auch gerade keiner mehr groß unterwegs. Gucken wir gerade ein bisschen durch. Er geht natürlich in die Box und gucken. Berggold ist ja nochmal unterwegs. Ja, und wenn schon, ich glaube, Position 1 wird ihm da keiner mehr nehmen. Preko ist ja rauszurechnen. Evers Lindner sind noch draußen, aber da sehen wir, da passiert auch nicht mehr so viel. Peter Lindner, der ist hier nochmal über die Linie gefahren, aber das wird wohl die Pole Position für Berggold werden. Guck mal, hinten haben wir noch Thorsten Käse auf einer kleinen Verbesserung. Ja, minimal, wenn nur, wird auch nicht reichen, um da nochmal gut nach vorne zu kommen. Also der wird hier wohl auf Platz 28 wohl starten, denn die allermeisten sind schon in der Box, wie wir sehen. Oder zumindest über die Linie. Also Qualifying ist dann gleich vorbei hier. So, müsste sogar der letzte sein, der noch unterwegs ist, meine ich. Ja, war sogar nicht ganz der letzte, da war noch irgendeiner, aber jetzt haben wir das Qualifying hinter uns gebracht. Sehr schön, dann können wir gleich durch die Startausstellung gehen, schauen nochmal auf die Gesamtwertung und dann geht der Trend gleich los. So, kann man schon mal umstellen hier, Manufakturer und Race Gaps, einen Boxenstopp brauchen wir auch. Und dann springen wir gleich in die Startausstellung rein, gucken uns Gesamtwertung an, schauen uns nochmal den Rennkalender an, was es auch so bevorsteht. Sind ja heute beim 4. Rennen. 10 haben wir ja insgesamt alle 2 Wochen. Also sind noch einige Rennen auf dem Plan in diesem Jahr, in den nächsten Monaten. Auch noch sehr, sehr schöne Strecken dabei. Aber gucken wir uns gleich mal an, wenn wir dann jetzt hier in die Startausstellung hoffentlich springen. Ja, Wetter sollte hoffentlich gut bleiben. Hier im Qualifying war es recht bewölkt, aber auch recht warm.
24 bzw. 30 Grad hatten wir hier. Weiß jetzt nicht, wie hoch die Regenwahrscheinlichkeit ist. Lassen wir uns mal überraschen. Aber ich denke mal, wird wohl eher ein Trockenrennen heute bleiben. So, da ist es sehr schön. So, ja, sollte erstmal trocken bleiben. Und wir schauen mal kurz auf die Gesamtwertung. Wo ist sie? Da ist sie. Zack. Achso, Tower kann ich eigentlich daneben packen mal. Können wir mal gucken, wer wo startet. Also, Berggold ist hier der Erste. Wie gesagt, das ist die Gesamtwertung. Alle Kategorien gemischt mit 99 Punkten vor Stefan Mons, der hier auf der 3 startet. Also die beiden Kontrahenten auch relativ dicht hintereinander hier. Jeff Ewerts, der Drittplatzierte der Gesamtwertung. Auf der 6 startet er heute. Danny Anwand ist ja heute dabei. Anwand. Ah, hier vorne sehe ich ihn jetzt auf jeden Fall gerade nicht. Chris Haya, der ist hier auf der 4 mit 68 Punkten. Ah ja, fährt nach ganz vorne. Na, schauen wir mal. Ja, so sieht die Gesamtwertung also aus. Die ersten 30 Positionen. Gibt noch ein paar mehr. Wir sehen hier die ersten 30. Das ist die Gesamtwertung. Und entsprechend gibt es noch für die Gold, für die Silber und für die Bronzewertung noch eigene Wertung. Aber so sieht das Ganze aus. Dann gucken wir uns mal den Rennkalender an. So, da ist er einmal. 10 Rennen haben wir. Sandford waren wir, Donington waren wir, Laguna Seca waren wir vor 2 Wochen. Heute auf Watkins Glen. Dann am 30. März auf dem Hungaroring. Da wird es ein bisschen schwieriger mit Überholen. Dann haben wir noch Barcelona, Indianapolis, Ulten Park, Paul Ricard und dann am Ende nochmal Suzuka. Sehr, sehr schöner Abschluss dann am 8. Juni. Ist noch ein bisschen hin. Fahren ja nur alle 2 Wochen. Aber hier, ja, 10 Rennen ohne Streicher. Also wer vorne mitfahren will, der muss auch regelmäßig punkten hier. Ersten 30 bekommen Punkte. Das heißt heute, ja, kriegen fast alle Punkte für die Gesamtwertung, wie gesagt. 2 Autos wohl keine Punkte heute. Also, ja, gute Möglichkeit, ein bisschen was zu holen. Auch wenn man nicht ganz vorne mitfährt, vielleicht dann im Mittelfeld, wo es ja dann naturgemäß doch deutlich enger ist, was die Punkte angeht. Da kann man auf jeden Fall nochmal was holen. So sieht das Ganze aus. Wir gehen wieder hier hin, Boxen, Stopp, wollen wir auch noch einstellen, jawohl. Und dann gehen wir mal durch die Startausstellung. Da war nämlich Lukas Berggold, wie gesagt, auf der 1, neben Dennis Precourt, der nur Gaststarter ist, also der hat damit nichts zu tun, punktetechnisch. Mal gucken, ja, ob die da vorne sich trotzdem battlen. Pace-technisch waren hier sehr, sehr gut unterwegs hier. Stefan Mons haben wir dann, den ersten Verfolger von Lukas Berggold auf der 3. Position, direkt hinter dem Ferrari. Auf der 4 haben wir den nächsten Ferrari von Daniel Arning. René Brey startet im AMG direkt vor seinem Teamkollegen. Dahinter sehen wir die 88. Peter Littner ist das. Hier er von der 5. Dazwischen haben wir noch Jeff Ewerts von HyperX Racing One. Peter Lindner, der Teamkollege, wie gesagt, von Ewerts, direkt dahinter auf der Innenseite. Dann haben wir Benedikt Gavlicek hier auf der 8. Position, der einzige McLaren heute. Happy Racing steht vorne drauf, mal schauen, ob es Happy Racing auch wird. Falk Moritz haben wir dann für PS Lieferservice Kiel auf der 9. Chris Haya, da ist er auf der 10. Mal gucken, wie weit es nach vorne geht für den Honda-Piloten mit der Nummer 30. Patrick Schröter startet von der 11. Das ist der Honda hier von Howe Sim Racing. Direkt daneben Matthias Weggel, sein Teamkollege im Audi allerdings auf der 12. Auf der 13 René Moldenhauer, er im Motorsport. Einer der wenigen Aston Martins hier im Feld. Helder Guerra im Audi auf der 14 dahinter. Auf der 15 Remo Kipfer, der Schweizer, haben wir im BMW für Panther GT Racing. Ein Aston Martin, ein weiterer, der zweite. Ja, von Pierre Brückner ist das, Shark GT Racing. Alex Cruz startet im Honda auf der 17, auf der Innenseite. Ah, ne, da haben wir noch einen McLaren, siehst du. Oliver Braun fährt nämlich auch den McLaren mit der Nummer 3, HQ DH Racing. Michael Haar startet, ja, wie immer eigentlich im Lamborghini für Freibeuter Racing auf der 19. Marosana auf der 20, HQ TH Sim Racing nochmal im BMW. Kevin Hassler, ein weiterer Audi, doch einige Audis vorhanden hier mit der 712. Suicide Crew mit einem Fahrzeug heute am Start in Person von Daniel Pei auf der 22. Der einzige M6, Jan Boutier mit der 666 Drone Warrior Racing, geht von der 23 ins Rennen. Dann haben wir Dennis Käser, der hier von der 24 startet, ein AMG. Dahinter Jakob Hausinger, DOD Racing. Soapbox Racing haben wir dann auf der 26 ein BMW mit der Nummer 5. Alex Langhorst, ja, auch Camouflage, aber sehen wir trotzdem hier den Alex im Honda auf der 27. Dahinter Black Forest Racing, Thorsten Käser, die 115, Platz 28.
Dann haben wir noch Jürgen Hofmann, der ist auf der 29 mit dem schwarzen BMW. Thomas Scheffert für Soapbox Racing im AMG, dahinter Nick Lehfeld, Freiburger Racing Team, die beiden ja, Teams oder Teamkollegen vielmehr, beide im Lambo unterwegs. Und Marc Mahui, leider ja auch keine Zeit setzen dürfen, startet hier von der 32. Und zwei Strafen müsste es auch noch geben, müssen wir gleich mal gucken, müsste noch wahrscheinlich gleich ein, zwei Autos geben, die direkt in die Box reinfahren. Aber schauen wir mal, Lukas Berghold fährt jetzt los und dann werde ich nochmal einen Schluck trinken und dann geht die Geschichte los, würde ich sagen. Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. Ach so, dann schauen wir mal. Ja, heute eigentlich verhältnismäßig wenig Fahrzeuge auf der Strecke. Also bei Rowe haben wir sonst ja gerne mal weit, weit über 30, fast 40 Fahrzeuge. Heute sind es in Anführungsstrichen nur, ja, 32 minus ein Gaststarter natürlich. Aber ich denke mal, wir werden trotzdem ganz gut Action bekommen hier. Moin Blue Eyes, moin moin, moin Chromix. So, muss mal kurz hier. So, jetzt habe ich's. So. Jon, moin, danke für den Follow. Dann wollen wir mal schauen, ob Lukas Berghold sich heute wirklich hier doch eine, ja, zumindest im Qualifying sah es so aus, relativ sicheren Sieg holen kann heute. Mal sehen, ob Dennis Preko da sich auch zurückhält entsprechend. Denke, das weiß er ganz gut. Pace-technisch kann er wohl mithalten, aber wird er jetzt nicht auf Biegen und Brechen, denke ich mal, vorbeigehen wollen. Und dann gucken wir mal, ob dahinter noch einer rankommt, was im Mittelfeld so geht. Wie gesagt, ist ja doch relativ spannend an der einen oder anderen Stelle. Da ja doch sehr viele Autos, sehr viele Pilotenpunkte bekommen. Also das lohnt sich auch. Die Abstände bei der Punktevergabe ja auch nicht allzu groß. So, Alex Cruz scheint wohl aus der Box zu starten, wie es aussieht. Wo ist er denn? Da ist er. Der schöne, feurige Honda hier wird also von hinten dann gleich losfahren. Da haben schon mal ein paar Leute wieder eine Position gewonnen. So, eine Stunde fahren wir, ein Boxenstopp ohne Boxenstoppfenster, Reifenwechsel ist übrigens Pflicht, also da müssen wir nicht groß gucken, ob da einer noch alte Reifen drauf hat, die werden alle frische Reifen drauf haben, dementsprechend werden jetzt auch nicht alle vollgetankt haben, stehst ja ohnehin 30 Sekunden, also da denke ich mal, wird man, ja, vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte getankt haben, je nachdem, Wetter scheint ja stabil zu bleiben, da muss man nicht unbedingt auf Regen spekulieren hier. Strecke im Moment nur auf schnell 17 Grad, also deutlich, deutlich kühler, als wir es eben im Qualifying hatten. Ja, gucken wir mal, ob die Reifendrücke dann noch hinhauen. Ja, muss da ein bisschen korrigieren, wird aber dann, denke ich, relativ zügig auf optimal gehen. Und dann schauen wir mal, was die Rundenzeiten so sagen im Qualifying. Ja, haben wir fast 42 gesehen, 43,160 müsste, glaube ich, die Pole Position gewesen sein. Gucken wir mal, was dann im Rennen geht. Wird ein bisschen langsamer sein natürlich. So, gehen wir noch in die Perspektive. Gehen wir auf Dennis Preko hier im Porsche. Ist er auch in der ersten Season gefahren. Hat da doch, ja, sehr viel gewonnen, muss man sagen. Am Ende ja auch die Meisterschaft recht souverän. Hatte da, ja, selten direkte Gegner wirklich. Mal sehen, heute hat er auf jeden Fall einen. Auch wenn er nur Spaß mit fährt. Bin mal sehr, sehr gespannt, was die da vorne veranstalten werden. Ja, zwei Porsche da vorne, zwischen zwei Ferraris angeklemmt, dahinter doch halbwegs gut gemischt. Da AMG, BMW, McLaren, Honda haben wir dabei, Aston Martin haben wir erst auf der 13 allerdings. Lambos auch eher im Mittelfeld und weiter hinten einer noch. Ja, schauen wir mal, relativ viele grüne Autos sehe ich gerade. Gucken wir mal, was das hier wird. Sind aber alles keine Teamkollegen, also die fahren alle für sich. So, dann schauen wir mal, Berghold hier, der Ferrari Racing Quest auf der Innenseite. Dennis Preko da oben, der grüne Porsche, dahinter Mons und Arning. Vor allem natürlich hier unten am Bildrand der Porsche, der schwarze und der grüne Ferrari. Das sind die, auf die wir uns konzentrieren. Das sind die direkten Gegner für die Gesamtwertung. Wenige Sekunden geht's los mit dem vierten Rennen. Jetzt geht's los. Dennis Preko kommt schon mal sehr, sehr gut weg mit seinem Porsche. Berghold kann es relativ egal sein. Er kann ihn noch ziehen lassen. Er holt hier trotzdem die ganzen Punkte, wenn er auf der Position bliebe. Dennis Preko geht aber erstmal auf die 1. Stefan Mons dahinter. Arning wird sich hier mit René Prey hoffentlich noch einig in der ersten Kurve. Wir schauen mal ein bisschen ins Mittelfeld rein, ob hier alles gut gegangen ist. Ein bisschen off-track da zum Teil vielleicht, aber erstmal keine große
großen gelben Flaggen oder ähnliches. Das sieht schon mal gut aus. Aber jetzt geht's hier Richtung Schikane. Hier vorne hat sich schon alles super, super geordnet. Deswegen gehen wir mal dahinter. René Prey verliert gerade noch einiges an Position. Schauen wir mal kurz rein, was passiert ist. Ah, da ist er weggerutscht und donnert hier gleich mal links in die Wand rein. Und damit sein Rennen natürlich schon mal, ja, ganz, ganz schlecht gestartet. Da gehen viele Autos vorbei. Jetzt reiht er sich hier auf der 16 ein. 11 Positionen hat er verloren. Und das Ganze mit einem beschädigten Fahrzeug. Also könnte sehr gut sein, dass er hier sehr früh rein muss. Und dann, ja, die restliche Stunde auf dem Reifensatz dann zu Ende fahren muss mit dem neuen. Ja, sehr, sehr bitter. Ohne Fremdeinwirkung dann leider in die Wand hinein. So, dann haben wir hier Daniel Pay auf der 29, 7 Position verloren. Auch schon beschädigt. Da muss auch schon was passiert sein. Also der fällt hier auch gerade mal gut zurück. Also hat es noch ein paar erwischt hier. Schauen wir mal kurz bei Mario Zahner rein. Hat sich hier Michael Haaf offenbar geholt oder verteidigt. Michael Haaf auf jeden Fall 2 Positionen verloren. Hier auf der 21 gerade unterwegs. So, da hinten Alex Cruz jetzt auch aus der Box gestartet, auch unterwegs. 6 Sekunden Rückstand auf das Feld. Da wird er, denke ich mal, relativ zügig rankommen. Die halten sich natürlich alle ein bisschen auf. Und Lukas Berggold, ja, der führt sozusagen hier das Feld an. Den Porsche können wir dann ein bisschen ignorieren. Aber sehr, sehr spannend, dass Stefan Monz direkt dahinter ist. Gabi steckt dahinter, Arning dahinter. Alles noch relativ dicht. Aber das Qualifying hat gezeigt, auch das Training. Lukas Berggold scheint da schneller zu sein als alle anderen. Jetzt greift da gerade Berggold so mal ein bisschen an. Ja, mal sehen, ob er aufgehalten wird oder nicht. Vielleicht kann er auch ein bisschen den Windschatten nutzen. Aber hier im ersten Sektor natürlich hat er einen riesen Vorteil hier. Was den Topspeed angeht und sollte eigentlich vorbeikommen. So, Schröter, was ist da passiert? Müsste hier vorbeigegangen sein an Weggel, beziehungsweise Weggel hat hier auf der Innenseite mal dagegen gehalten, aber Schröter, der Teamkollege, der hält sich da außen dagegen oder, ja, bleibt davor. Auf der 9. Position hat hier 2 insgesamt gewonnen. Sein Teamkollege ebenso. Und dahinter sehen wir, da wurde es gerade relativ knapp. Guerra und Kipfer nämlich. Kipfer hat hier mal links rübergezogen. Der Audi muss sehr, sehr weit in anfahren für die Schikane. Ja, kriegt er die Linie. Ja, kriegt er. Muss natürlich aufpassen, dass dahinter keiner reinsticht. Aber BMW noch einen Tick zu weit weg. Und damit bleibt Guerra erstmal auf der Position. Wir schauen dahinter. Gab es auch ein paar Positionswechsel, laut Anzeige zumindest. Hier haben wir ein schönes Grüppchen. Ab Platz 17 bis Platz 26. Dicht an dicht. Stoßstange an Stoßstange. Geht es hier gerade durch die Outer Loop durch. So, jetzt geht es hier durch die Linkskurve. Relativ später Apex. Geht es ein bisschen, ja, in ein Tal hinein. Dann geht es Richtung Torkurve wieder den Berg hinauf. So, wir haben schon einige in der Box. Wir sehen es ab Platz 28. Ungefähr müsste das sein, die da in der Box sind. Falk Moritz. Ah ja, der hatte die SG30, glaube ich. SG20. René Prey steht hier auf jeden Fall. Cruz fährt jetzt weiter. Keser steht in der Box. Und Daniel Pay steht auch schon in der Box. Also sehr, sehr, ja, ärgerlich dürften wahrscheinlich einige sein. Unter anderem, die da ja, Unfälle hatten. So, Mahoui, der von auch fast ganz hinten gestartet war, von ganz hinten sogar hier auf die 25 inzwischen ein bisschen nach vorne gespült worden, hat da profitiert durch die Boxenstopps, durch die Strafen, durch die Unfälle sicherlich. Dennis Brekor mit der neuen schnellsten Runde immer noch auf der 1. 1:44.8 ist er gerade gefahren. Berggold, ja, bleibt da dran, war zu erwarten. Dahinter haben wir jetzt eine Lücke von 2,5 Sekunden bereits. Das hier nach 2 Runden. Was bei Hassler passiert? Hassler kommt gerade in die Box rein, weiß nicht, ob der irgendwie schon Schaden hat. Ja, sieht da vorne auch nicht mehr ganz original aus. Aber da muss auch irgendwas passiert sein. Muss hier seinen Boxstopp doch sehr, sehr früh einlegen und wird dann die restlichen, ja, gleich 56 Minuten dann zu Ende fahren müssen, so. So, dann schauen wir mal hier bei Arning. Der hat auch eine Position verloren. Der verfolgt nämlich gerade Gabicek hier, den McLaren auf der 4. Position. Richtig gut nach vorne gekommen. 4 Positionen nämlich. Aber den muss er auch gut verteidigen. Stefan Monz, ja, der ist einen Tick weiter vorne. 2 Sekunden ungefähr. Aber muss jetzt eher nach hinten schauen. Sehen wir hier auch nach vorne eine kleine Lücke. Und da hinten, ja, kommen direkt mal 3 Autos an. Oder 4 sind es fast, wenn wir Peter Lindner da den AMG da oben noch mitrechnen. Dann kommt Chris Heyer mit einem Abstand von 3 Sekunden, wo sich alles wunderbar aufreiht. Bis zu Platz 17, wobei da der Abstand jetzt auch gerade wieder kleiner wird. Also das Mittelfeld richtig dicht an dicht wieder hier zusammen. Ja, gibt ein paar, wir sehen es auf der Karte, die ein bisschen einsam unterwegs sind. Wie gesagt, durch die Boxenstopps, durch 2 Strafen, die, glaube ich, noch offen waren, sind da manche ein bisschen jetzt, ja, außer der Reihe unterwegs.
So, alles geordnet. Also müssen wir ein bisschen abwarten, was hier passiert. Wir können vielleicht, glaube ich, noch mal ein bisschen hier bleiben. Hier ist es doch relativ eng mit 0,4 Sekunden. Gavicet, Arning und Everts und Peter Littner, der sich hier auch noch mal an diese kleine Gruppe ranfährt. Aber wir sehen, Bergold und Preko da vorne setzen sich schon deutlich ab. Jetzt schon 3 Sekunden nach 6 Minuten. Also, ja, wenn die keinen großen Fehler machen, keine Unfälle haben, dann sollte das da nicht super spannend werden ganz vorne. Preko zieht Bergold auf jeden Fall mit. Bergold macht da, glaube ich, selten Anzeichen, wirklich überholen zu wollen. Wie gesagt, ersten Abschnitt hätte ich gedacht, dass er da vielleicht mal angreift. Aber wie es aussieht, hier ist er jetzt eh zu weit weg. Bleibt er erstmal dahinter. So, was bei Hofmann passiert? Der hat hier auch gerade ein bisschen was liegen lassen, glaube ich. Oh, vor ihm ist dann BMW ein bisschen in die Wand rein. Und auf der Innenseite geht Platz 24 vorbei. Aber das Käser war in die Wand gegangen. Buchholz war das, der da 2 Positionen gewonnen hat mal eben. Weil da auch Hofmann, glaube ich, ein bisschen vorsichtig war. Aber hier Peter Buchholz hat das Ganze mal ausgenutzt. Geht damit auf die... wo war er jetzt? Buchholz. Ah, da auf die 22. Da ist er. Ja, schauen wir mal. 3 Sekunden nach vorne zur nächsten Gruppe. Da oben in der Schikane sehen wir sie gerade. Gucken wir mal, ob er da aufschließen kann. Hier springen wir in die Top 10. Da ist es, wie gesagt, vorne nicht spannend, aber dahinter. Oh, wer geht denn da weit? Da geht doch einer weit. Oder ist es wieder ein Anzeigefehler? Die Frage. Ah, Hassler war das. Der liegt auf der 29. Der war schon in der Box. Deswegen muss er sich hier gerade überrunden lassen. Also hat er sehr, sehr viel Platz gemacht für die folgenden Fahrzeuge. Wir gehen mal auf die 11. Position. Helder Guerra haben wir hier mit 3 Positionsgewinn auf der 11 unterwegs. Auch in einer wunderbaren Gruppe. Da musst du mal schön nach vorne und nach hinten schauen. Je nachdem, was da so passiert. Also hier kannst du ganz schnell Position gewinnen oder verlieren. Da macht der Audi, glaube ich, schon wieder Platz. Genau, das ist eine Überrundung. Lässt die alle vorbei. Ja, sehr, sehr ärgerlich für ihn. Das ganze Mittelfeld kommt da gerade an. Wird da viel, viel Zeit verlieren, weil da jeder natürlich vorbei möchte. So, Arning hier im Ferrari. Direkt hinter dem Gabriel-Check. Da ist er auf der 4. Position. Ah, der muss sich wirklich nach hinten orientieren. Nach vorne geht nicht ganz so viel. Da vorne sieht er zwar noch den Porsche von Stefan Mons. 2 Sekunden. Aber die hinteren Fahrzeuge sind deutlich, deutlich dichter dran. Also da heißt es wirklich, ja, gucken, was machen die dahinter? Greifen die da an? Oder greifen die sich vielleicht gegenseitig an? Kann Chef Everts hier vielleicht sich vorbeidrücken? Wir fahren mal mit beim beim BMW gegen den Ferrari. Naja, guckt auf der Innenseite. Geht es jetzt zu zweit hier rein in die Schikane? Nee, hält sich hier zurück. Also da ist er noch recht vorsichtig, ist aber noch relativ früh im Rennen. So, Zahner Butch. Gab es da womöglich den Positionswechsel in der ersten Kurve. Hausinger Buchholz. Ah, Buchholz schon direkt am nächsten wieder dran. Eben schon 2 Positionen gewonnen. Und jetzt hier an Jakob Hausinger. Womöglich vorbei außen rum Richtung Schikane. Zu zweit geht's hin. Aber da hat Hausinger nicht so Lust drauf. Sieht da deutlich zurück. Und Moldenhauer hier der Aston Martin vorher im Motorsport. Verliert hier Ausgang der Innerloop Richtung Outerloop das Fahrzeug. Und hat zumindest mal keinen Einschlag, aber muss hier gerade auch eine Handvoll an Positionen abgeben. Hat insgesamt jetzt 6 verloren, ordnet sich hinter Kleefeld, hinter dem Lamborghini ein, auf der 19. Ah, auch sehr, sehr schade. Gucken wir uns mal die Position Deltas jetzt an. Da sehen wir vor allem, Kleefeld ist richtig gut nach vorne gespült worden. Das ist hier besagter Lamborghini auf der 18. Also der hat hier 13 Positionen gewonnen. Alex Langhorst 10 Positionen davor. Aber auch davor sehr, sehr viele, die schon profitieren konnten durch diverse Vorfälle hier. So, Bergold ist vorne dran. Können wir, wie gesagt, etwas vernachlässigen hier. Hier ist er jetzt mit einer gelben Flagge und Gebhardt auch noch. Oh weia, da sind wohl welche kollidiert. Wir schauen mal, was da passiert ist. Ist er da oben vielleicht weggerutscht und der AMG konnte vielleicht nicht mehr ausweichen. Da geht der BMW in die Wand rein. Oh, rollt er zurück oder trifft er noch einen BMW und da geht der AMG rein. Moldenhauer jetzt auch noch mit einer gelben Flagge unterwegs. Eieiei, da ist auch ordentlich gekracht. Hier Thorsten Käser war das unter anderem. Moldenhauer jetzt in die Box rein, der da eben ein bisschen off-track gewesen war nach der Schikane. Also da hat es jetzt leider ein bisschen gekracht, muss man sagen. 2, 3 Autos hat es da getroffen. Wir gehen mal jetzt auf Langhorst. Ösi, moin. Für dich war es das heute schon. So, Moldenhauer auf der... Ja, kommt jetzt in die Box rein. Wir gehen mal auf Daniel Arning rauf. Ja, kann ganz gut Druck machen auf den Gabi-Check. Dahinter wird noch ein bisschen geguckt. Relativ gut aufgereiht, die Geschichte. So.
So, gucken wir mal kurz hier. Hausinger, ja, hat sich ja gerade überholen lassen vom Buchholz. Der müsste auch ein bisschen nach vorne gekommen sein. 6 Positionen hier. Und wir schauen mal auf Patrick Schröter vielleicht. So, fahren wir mit Honda internes Duell hier. Uwesim Racing gegen das Luxemburg HyperX Luxemburg Racing Team. Da sehen wir da vorne den Chris Haier mit der Nummer 30. Na, gucken wir mal, ob er da vorbeikommt. Dahinter sind noch einige, die da auch nochmal ein Wörtchen mitzureden haben, auf jeden Fall. Wenn wir nochmal von außen schauen, da kommen noch so einige Fahrzeuge an. Weggel, Guerra, Kiffer, Brückner, Braun da hinten auch noch ganz, ganz dicht dran an Brückner. Hier sehen wir ihn, den McLaren. Also hier, ja, auch ein schöner, schöner Train. So um die Top 10 rum am Ende. Sonst haben wir vorne Platz 3 bis Platz 8 auch noch recht dicht zusammen. Ja, Platz 3, 4 immer so bei 2 Sekunden. Stefan Mons ist da nicht direkt unter Druck. Aber ja, kann sich auch nicht seiner Position sicher sein. So, Bergold, der fährt hier Mutter dem Porsche hinterher. Ja, solange er keine Zeit verliert nach hinten, kann er das auch machen. Ich glaube, die beiden sind schnell genug zusammen auch so dicht hintereinander, dass die anderen nicht da hinterherkommen. Also Bergold hier schon 6 Sekunden Vorsprung vor seinem direkten Konkurrenten. Könnte sein zweiter Sieg werden, das vierte Podium in Folge. Sieg hat er sich auch in Donington geholt, das war der zweite Lauf. Letztes Rennen Dritter geworden, da hat er sogar noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Hat trotzdem für Position 3 gereicht hier. Also deutlich, deutlich am Punkte sammeln im Moment. So, Nick Lefeld hat sich hier wohl gerade den Langhorst geschnappt. Schauen wir mal hier aus dem Mischatten raus, der Lamborghini auf der Innenseite. Ja, da hat der Honda aber auch wieder aufgemacht, muss man sagen. Da war sehr, sehr wenig Platz. Der zieht da auch komplett zurück. Also keine große Gegenwehr da vom Gegner. Jetzt ist Nick Lefeld direkt dran. An Jan Butch, dem M6 hier. Ja, der hat wiederum 1,5 Sekunden Abstand zu Marius Zahner, da unten der BMW. Also schauen wir mal, ob da vielleicht der Freibeuter Racing Lambo direkt auch am M6 vorbeikommt. Wie gesagt, hier mit einer sehr, sehr schönen Livery, die wir uns hier angucken können. Aber gucken wir gleich mal. So, Pierre Brückner. Da muss ich nochmal kurz schauen. Das ist ja der Führende in der Bronzewertung. Insgesamt auf der 20 teilt sich die Gesamtwertung 20 mit zwei anderen Fahrern allerdings. Also schauen wir mal, ob er hier ja seine Führung in seiner Klasse nochmal ausbauen kann. Können wir auf die Kahnmann schauen. Da sehen wir nämlich rot hinterlegt. Ja, ist auch offenbar der Führende seiner Klasse. Also ist hier wieder sehr, sehr gut unterwegs. Aber wir sehen auch, Oliver Braun ist ein direkter Gegner hinter ihm. 0,6 Sekunden. Da muss er vielleicht auch ein bisschen auf dem Schirm haben. Mit wem fährt man denn tatsächlich in einer Klasse, mit wem nicht. Manchmal lohnt sich der Zweikampf dann gar nicht so sehr unbedingt. Aber eine sehr, sehr, ja, spannende Angelegenheit. Kleefeld jetzt am Butch vorbeigegangen, haben wir eben gesehen, wie er da rangekommen ist an den M6. Jetzt hier auf der Stadtzielgeraden ging es jetzt mal aktuell vorbei. Geht ein bisschen weit. Und mal schauen, ob er jetzt mal Rossana auch nochmal einholen kann. Und ob Jan Butch sich hier verteidigen muss gegen den Honda von Alex Langhorst auf der 18. So, Hausinger. Kesa war das da gerade, der ein bisschen langsam war. Der war aber auch schon mal in der Box, wie es aussieht. Warum steht da eigentlich immer noch eine 1? Ist die Frage. Naja. So, was haben wir jetzt eine Viertelstunde gleich hinter uns? Haben noch einige enge Abstände tatsächlich. Also hat sich nicht mal eben so auseinandergepflückt. Wir sehen da richtig gute Gruppenbildung in der Zeitentabelle. Ab Platz 3, ab Platz 8 haben wir nochmal richtig große Gruppen. Hinten ist es ein bisschen aufgelockerter, sage ich mal. Platz 15 bis Platz 18. Schauen wir mal, wer da nochmal wen überholen kann. Kleefeld scheint sich da ja tendenziell abzusetzen von den hinteren Positionen. Könnte vielleicht sein, dass Marussana nochmal Besuch bekommt von ihm. Während Daniel Arning hier ja vergebens versucht, an Benedikt Gabliczek vorbeizukommen. Fährt er schon seit einigen Runden hinterher. Ah, ist immer ein bisschen unruhig jetzt hier, Ausgang der Kurve. Aber kommt nicht vorbei, bis jetzt noch keinen Angriff gesehen. Guck mal, Jeff Ewerts dahinter, Peter Lindner. Sehen wir hier den Teamkollegen von René Brey, der leider nicht mehr mitfährt. Hier auf der 7 immer noch unterwegs. So, ja, dann haben wir genau noch 31 Fahrzeuge auf der Strecke. Ein Auto haben wir bis jetzt verloren. Gucken wir mal, wie viele heute ins Ziel kommen. So, Pierre Brückner, schauen wir mal, na, kann er sich hier den nächsten schnappen? Das wäre dann einer mit einer, oder in einer höheren Klasse tatsächlich. Müsste eigentlich Remo Kipfer sein hier, Panta GT Racing. Schauen wir mal, 3 Positionen hat er gewonnen. Gucken, ob er noch weiter nach vorne kommt, 0,6 Sekunden ist er ja hier auch an Helder Guerra dran.
Aber ich glaube, er muss dann eher jetzt mal nach hinten schauen, was wir auch mal tun. Hier der Aston Martin mit einem sehr, sehr guten Topspeed auf der Strecke hier im ersten Abschnitt. Wir sehen es auch, wie er da rankommt. Ist immer die Frage, greift er dann an? Hier geht schon auf die Verteidigungslinie, würde ich sagen. Der BMW will sich also hier nicht einfach geschlagen geben. Und da gibt es auch keinen Angriff vom Aston Martin. Also er bleibt erstmal dahinter. Muss natürlich aufpassen, da selber das Auto nicht zu verlieren. Oder womöglich beim Angriff irgendwie die Tür offen zu lassen. Dann ist nämlich Oliver Braun, sein direkter Gegner, auf jeden Fall da und möchte da seine Position holen. So, Jakob Hausinger hat sich hier weggedreht. Weiß nicht, ob es da eine Berührung gab. Auf jeden Fall ist er jetzt wieder unterwegs auf der 22. Drei Positionen immer noch gewonnen. Ja, doch relativ viel nach hinten. Da hinten passiert gerade nicht so viel. Außer bei Käser und Giffard sehen wir hier. Die sind noch eine halbe Sekunde auseinander. Die waren bereits alle in der Box. Alle sehr, sehr lange zum Teil. Da musst du wirklich repariert werden. SG30 hatten wir auch schon ein paar. DT auch schon von der Nummer 8 gerade erst neuerdings. Das war nämlich Jürgen Hofmann hier auf der 29. Ah, sehr schade. So im 1-Stunden-Rennen holst du das wahrscheinlich eher nicht mehr auf. Also da wird auch nicht mehr so viel zu holen sein heute. So, was haben wir hier für eine schöne Gruppe? Oliver Braun weiter in der McLaren, ganz hinten in dieser wunderbaren Gruppe ab Platz 8. 8 bis 14 sehen wir hier, wenn wir damit fahren. Da sieht er viele, viele Fahrzeuge vor sich hier. Dritten Gang, letzte Kurve, aus Gas gehen. Ja, die Wand vielleicht nicht unbedingt mitnehmen. Nimmt ein bisschen Schaden hier. Und wenn du das ein paar Mal machst, dann ist die Lenkung auch mal gerne schief. Also hier, ja, muss er ein bisschen vorsichtiger fahren. Vielleicht muss er dann gleich reparieren, wenn er dann in, ja, ich schätze mal, einer Viertelstunde zum Boxenstopp reinkommt. So, Berghold vorne inzwischen am Porsche vorbeigekommen. Jetzt hat er freie Fahrt. Und ja, das wird ein relativ einsames Rennen. Kein wirklich spannendes für ihn vielleicht. Zumindest was Zweikämpfe angeht. Muss er natürlich erstmal nach Hause schaukeln, die Geschichte. Aber hat schon 7 Sekunden oder fast 8 Sekunden Vorsprung vor Stefan Mons. Der sich aber auch hier absetzen kann von der Gruppe dahinter. Also bei ihm auch ein recht ruhiges Rennen. Wird, ja, wenn es so bliebe, ein bisschen was an Punkten wieder verlieren auf Lukas Berghold. Aber vielleicht kann er auf anderen Strecken dann nochmal ein bisschen was wieder gut machen. So, kommen wir Jeff Ebers. Der ist jetzt am Ferrari dran wiederum. Gut, sind wir Kleefeld gerade vorbeigekommen am BMW. Schauen wir da kurz rein. Ah, BMW sehr viel Körb mitgenommen. Ja, klassische Situation. Der Vordermann kriegt die Linie nicht so ganz. Den trägt es nach raus oder raus aus dem Exit. Und dann kann man auf der Innenseite vorbeigehen. Und Nick Kleefeld damit der 16. Positionsgewinn im Moment. So, wie gesagt, Jeff Ebers ist jetzt am Ferrari dran, der eben noch am McLaren geschnuppert hat. Der ist aber schon wieder 2 Sekunden weg, da oben sehen wir ihn. Der ist schon wieder ein paar Meter da vorne jetzt weggezogen. Jetzt haben wir hier eine, ja, Dreiergruppe. Dahinter haben wir nicht doch Chris Hayer, das ist ein anderer Honda. Das müsste da der Honda sein, der aus der Box gestartet war. Den wir da hinter der Dreiergruppe sehen. Der hat da also nichts mit zu tun. Da oben ist er, der gelbe Honda. Wer war denn das? Cruz war das, genau. Der war das auf der 24 immerhin schon wieder. Dafür, dass er von ganz hinten quasi gestartet ist. War auch schon zweimal in der Box. Denke mal, muss mal kurz nachschauen. Ah, eine SG30 hat er auch noch gehabt. Aus der Box gestartet, eine SG30. Deswegen hier auf der 24 unterwegs. So, wieder der Aston Martin hier von Pierre Brückner. Der will sich jetzt hier den Remo Kipfer holen. Der 14er Schweizer, würde ich mal sagen. Ja, hat auch ein CH hinten drauf. Da versucht er sich irgendwie daneben zu drücken. Da außen wird es aber eher nichts. Der BMW hält sich erstmal davor. Aber macht richtig gut Druck da. Und ja, ist auch einige Positionen vor ihm, die er sich hier vielleicht in seinem Stint oder im Laufe des Rennens auf jeden Fall noch holen kann. Wenn es so eng bleibt, ist natürlich der Boxenstopp auch nicht so unwichtig. Ein guter Boxenstopp kann mal eine Position gewinnen oder Verlust bedeuten, wenn man hier Stoßstange an Stoßstange fährt. Aber hier haben wir eine richtig gute Gruppe, wie wir sehen. Ja, so im Schnitt halbe bis eineinhalb Sekunden Abstände hier. Mal mehr, mal weniger. Wir gehen zu Peter Lindner kurz rüber. Der ist nämlich inbegriffen, hier Jeff Ebers jetzt mal unter Druck zu setzen. Ja, mal sehen. Aber hier irgendwie auch nochmal vorbeikommt. Ferrari hat es da vorne ja nicht geschafft, an McLaren vorbeizugehen. Abstand wird im Moment auch größer, wie es aussieht. 2,5 Sekunden jetzt schon der Gavicek auf der 4. Position. Also auf dem Podium im Moment. Im Gesamtpodium zumindest. Gerade nicht super spannend. Ah, hier auf der Geraden wird es auch noch nicht reichen. Eine halbe Sekunde ist er dran. Jetzt muss er sich aber hier auf den Exit konzentrieren. Letzte Kurve und dann vielleicht Richtung Schikane angreifen. Man wollte schon ein, zwei Angriffe gesehen.
Große Kontakte allerdings noch nicht, zumindest jetzt nicht nach der Startphase, sage ich mal. Am Start gab es da leider schon ein, zwei Unfälle, haben wir auch nicht alle gesehen. Aber deswegen natürlich schon ein paar in der Box, ein Auto leider runter. Ne, zwei sitzen inzwischen, nur noch 30 Fahrzeuge gerade, sehe ich. Aber hier, ja, ging es auch halbwegs fair bis jetzt zu. Hier sehen wir keinen Angriff, noch einen Tick zu weit weg. 0,3 Sekunden zwar dran, reicht dann aber nicht, um mal die Nase daneben zu halten. Ja, könnte sich auch überlegen, vielleicht kurz abzuwarten. Vielleicht kann Jeff Ewerts hier ja angreifen, den Ferrari. Und dann kann er da vielleicht ein bisschen Profit draus schlagen, dass er da vielleicht eine Lücke bekommt, in die er reinstechen kann. Und dann sich vielleicht ein oder zwei Autos holen kann. Haben wir von ja schon mal gesehen. Bei Buchholz war das auf der 20. Da ist er ja auch gleich an zwei Fahrzeugen vorbeigegangen. Weil da einer an die Wand ein bisschen ist und der andere da, ja, etwas langsam war, weil er da aufgepasst hat. So, wir gucken mal bei Bergold kurz. Er kann sich gerade von Dennis Pico auch absetzen. Aber vielleicht kann er hier auf die Länge doch ein Tick schneller, 1,7 Sekunden. Da oben sehen wir Stefan Mons, der auch ein bisschen im, ja, Überrundungsverkehr steckt. Da macht er auch schon Lichthupe. Daniel Pei ist das hier, der Suicide Crew BMW, der Pinke. Der wird da sicherlich demnächst Platz machen. Da geht es dann links vorbei, so geht es natürlich auch. Ja, okay, passt. Sehr schön. Gavicek kann sich weiter absetzen und dann die Dreiergruppe hier in den Top 10. Da bleiben wir nochmal weiter dran. Da hat sich noch nichts getan, die letzten Runden jetzt. Die fahren da gerade munter hintereinander her. Keiner jetzt eklatant schneller als der andere. Strecke steht auch auf optimal im Moment. 18 Grad haben wir jeweils, Regen nicht in Sicht. Wird also ein Trockenrennen bleiben. Wir gehen so ein paar Minuten auf die Halbzeit zu. Und dann wird es ja ordentlich voll werden in der Boxengasse. Und dann schauen wir mal, wer da vielleicht nochmal ein bisschen mehr, ja, Zeit rausholen kann. Beim Anbremsen vielleicht in die Boxengasse. Oder beim Boxenstopp selber natürlich. Und auch bei der Boxenausfahrt. Eine recht enge Rechtskurve. So, aber jetzt hier dicht an dicht geht es jetzt Richtung Schikane. Wir sehen der BMW, der schnupst da fast den Ferrari an. Und jetzt geht es auf die Innenseite. Der AMG will auch nochmal hingucken. Da ist aber kein Platz. Der kann sich da eigentlich nur zurückhalten und hoffen, dass da vorne einer die Linie ein bisschen verliert, dass er da profitieren kann. Aber sieht nicht danach aus, dass da was für ihn abfällt. Also die kriegen jetzt hier den Exit der Inner Loop ab in die Outer Loop rein. Also da hat sich nichts getan. Aber war sicherlich gerade mal eine spannende Situation. Und wird nicht die letzte spannende Situation bleiben, nehme ich mal an. Mal sehen, wer hier wann reinkommt, auch von den dreien natürlich. Und vielleicht finden die sich ja nach dem Boxenstopp wieder. Vielleicht auch in einer anderen Reihenfolge. Müssen wir mal schauen. Wir gehen mal zu Remo Kipfer kurz rüber und Helder Guerra vor ihm. Hier der Audi auch mittendrin in der Gruppe von Chris Heyer angeführt. Das ist, ja, da ganz, ganz unten der Honda mit Patrick Schröter dahinter. Und Matthias Wegge sehen wir hier links, den grauen Audi, der hier dicht verfolgt wird von seinem Markenkollegen Remo Kipfer dahinter. Ja, Pierre Brückner, da hinten der Aston Martin, der hat hier und da auch schon mal gut Druck gemacht. Der müsste an Oliver Braun von auch vorbeigekommen sein. Der ist nämlich dahinter, der war ja vorhin der letzte dieser Gruppe. Aber der Aston Martin auch gerade sehr, sehr gut unterwegs, habe ich den Eindruck. Hat ja auch mit die meisten Positionen gewonnen. So, was haben wir hinten noch? Thomas Geffert haben wir hier auf der 27 an Dennis Keser dran. Und Daniel Pei, da haben wir auch ein bisschen Überrundungsverkehr, wie gesagt. Und Jürgen Hofmann trennen auch nur 0,7 Sekunden. Ah, Dennis Keser und Thorsten Keser haben wir dabei, sehe ich gerade. Ja, dahinter sich hat er nämlich gerade hier Arning, Ewerts und Lindner, die da vorbei wollen natürlich. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Wie kommst du durch den Überrundungsverkehr? Vor allem, weil die da ja auch nochmal im Zweikampf sind, die beiden BMWs. Da gibt es die Lichthupe. Da wird rechts rangefahren. Ich weiß nicht, ob da verteidigt wird, gerade vom schwarzen BMW vielleicht. Auf jeden Fall, Daniel Pei lässt jetzt hier zumindest mal den nächsten durch. Jeff Ewerts hat da Tick aufgehalten, habe ich den Eindruck. Daniel muss da jetzt auch gerade ausgelaufen. Ich holpert der jetzt nicht in ein Auto rein. Jawohl, alles unter Kontrolle hier. Ja, gab es die Lichthupe. Da wollte Ewerts unbedingt vorbeigehen. Daniel Pei war da vielleicht nicht ganz zufrieden, dass er da jetzt unbedingt rein wollte. Geht da mal komplett übers Gras und hat wahrscheinlich sein Auto gerade kaputt gemacht. Das sieht mir sehr nach Frust aus oder sein Lenkrad ist ausgefallen. Keine Ahnung. Eins von beiden. Naja, schauen wir mal hier jetzt auf Wengel. Der ist auch mittendrin, wie gesagt. Chris Heyer Schröter. Abstand wird ein Tick kleiner. Also Matthias Wengel kann hier gerade ein bisschen aufholen und bringt hier noch ganz, ganz viele Fahrzeuge mit, wie wir sehen. Also dürfte nochmal spannend werden, auch hier gleich nach den Boxenstopps. Gucken wir mal kurz vorne. Bergold auf der 1, 10 Sekunden, 11 Sekunden schon Vorsprung hier vor Herrn Mons.
Gavicek 4 Sekunden dahinter. Ja, 43,9 haben wir jetzt in 43, auch 9. Von Precor sehen wir gerade oben eingeblendet, als schnellste Runde. Sehr, sehr gut unterwegs. Dahinter haben wir nochmal 44er, aber sonst Mittelfeld 45, 46er Zeiten. Aber die fahren da wirklich, ja, eine ganz eigene Pace, muss man sagen. So, Daniel Pei, was auch immer da gerade passiert ist, der tuckert jetzt hier nochmal lang, wird jetzt in die Box gehen. Und dann gucken wir, ob er nochmal weiterfährt. Oder ob er jetzt hier, ja, abstellt. Schauen wir mal auf der 29. Aktuell nicht ganz so viel zu holen. Damit hat sich da ganz hinten das Duell natürlich auch erledigt. Mit Hofmann, glaube ich, war das noch. So, jetzt sind wir auf Gebhardt nochmal drauf. Mit Dennis Keser direkt vor ihm. Ah, noch haben die ein bisschen Ruhe. Dahinter ist noch ein BMW. Weiß gar nicht, wer das ist. Aber hier erstmal nicht allzu viele Fahrzeuge um sich rum, wo sie aufpassen müssen, wer da wen überholt oder überrunden möchte. So, hier tut sich momentan auch nichts, wie es aussieht. Lindner immer noch auf der 7 hinter Evertz. Aber Arning jetzt wieder weggekommen, der Ferrari. Hat man ja gesehen, der stand da ganz gut unter Druck vorhin. Jan Butch hat hier das Auto womöglich verloren. Ah, das ist hier erste Kurve und da koppelt es ein bisschen und dann verliert er das Auto leider, geht hier in die Wand rein. Der M6 jetzt hier ordentlich beschädigt und das am Anfang der Runde. Das heißt, er muss auch hier erstmal, ja, sich um die Runde schleppen, bis es dann in die Box geht. Wird jetzt hier ein bisschen Zeit verlieren, beim Reparieren Zeit verlieren. Aber am Ende, oder ja, immerhin das Gute ist, dass es ungefähr zur Halbzeit ist. Also wäre er wahrscheinlich eh demnächst reingekommen. Aber wird natürlich jetzt trotzdem ein bisschen was an Zeit liegen lassen müssen hier. So, Dennis Precor kommt jetzt in die Box rein. Also, im Moment tatsächlich hier um die Top 10 am spannendsten. Hinten haben wir so ein, zwei Duelle noch. Aber schauen wir mal, ja, wenn alle in der Box gewesen sind, wie sich das wieder ordnet. Dann haben wir den Boxstopp gereinigt. Das Feldchef Evertz kommt rein. Precor hatten wir gesehen. Bergold bleibt noch ein bisschen draußen. Ja, warum auch nicht? Wenn er noch Sprit hat, kann er hier noch ein bisschen Zeit rausfahren. Und dann hat er nachher noch schön frische Reifen. Und dann kann er hier seins denn zu Ende fahren. So, da muss man sich auch einig werden, wo wer wie in die Box geht. Man muss ja da sich an die Linie halten. Bisschen tricky an der Stelle. So, da wird da oben der Honda noch überrundet. Und jetzt hier Guerra an Weggel dran. Oh, fast gab es den Kontakt hier, aber Weggel kann sich weiter davor halten. Dann haben wir dahinter noch, warte. Da ist er noch, Kipfer. Ne, wo war ich denn jetzt? Oh, jetzt habe ich hier den Überblick verloren. So, doch, da Weggel, Helder, Kipfer, doch, war richtig. Also Kipfer, der BMW hier. Direkt hinten dran, alle auf der Innenseite. Und mal sehen, ob Weggel sich verteidigen kann. Der graue Audi auf der Innenseite geht als erstes in die Schikane rein. Und dahinter der Audi, dahinter der BMW. Hat sich also nichts getan. Aber sehr, sehr spannend hier direkt vor den, ja, wahrscheinlich Boxenstopps gleich, die in den nächsten Minuten hier absolvieren werden. Also guckt man mal, ob man hier nochmal vorbeikommt auf der Strecke. Ansonsten in der Boxengasse. Und wenn man gleichzeitig reinfährt, muss man natürlich ein bisschen darauf achten, da ja nicht drauf zu donnern. Vor allem, weil man ja sehr früh rechts rüber muss. Etwas langsamer durch die letzte Kurve als normal. Also am besten da den Blinker auch setzen, dass der Vordermann das weiß. Aber Helder Guerra macht richtig gut Druck. Dahinter Buchholz, Brückner noch, der Aston Martin. Kleefeld ist dann schon wieder 4 Sekunden weg. Also der kann sich das vom sehr weiten anschauen. Da ganz, ganz oben sehen wir ihn gerade noch. So, Daniel Pei ist aber, glaube ich, wieder unterwegs. Jawohl, mit einem heilen Fahrzeug hier, der auch da gerade überrundet wurde. Oh, Matthias Weggel mit hier bei Hobesim Racing. Der hat mal drei Autos direkt hinter sich. Wir haben hier tatsächlich, ja, vier Marken. Aston, BMW, Audi und Honda. Sehr, sehr schön zu sehen. Jetzt kommt gerade der Führende rein. Lukas Bergold kommt jetzt zum Reifenwechsel, zum Tanken. Hier sehen wir noch schön die Sonne. Schön am Abend hier. Und da sehen wir, der BMW kommt rein. Die anderen drei bleiben alle draußen. Aston Martin muss ein bisschen weitergehen da im Hintergrund. Ja, ein bisschen Pech gehabt für Bia Brückner, weil er nicht zum Apex konnte. Sonst fährt er da den BMW wahrscheinlich getroffen. Aber ja, auch ein Audi, sorry. Habe ich gerade mit, hat der Schröter verwechselt hier, Hovesim Racing. Also drei Marken waren es gerade hier im Vierkampf. Jetzt sind es noch drei Fahrzeuge und zwei Marken. Also schauen wir mal, wann die reinkommen. Wir gehen nochmal zu Thomas Geffert drüber. Hier haben wir auf jeden Fall nur eine Marke im Duell, nämlich hier den AMG von Dennis Keser, von Thomas Geffert. Die beide, ja, müssen da ja auch schon in der Box gewesen sein, warum auch immer da noch die einsteht. Aber sollten eigentlich soweit durch sein. Weiß gar nicht, in-game. Ja, in-game haben sie auch schon grün, also da spinnt die Anzeige gerade ein bisschen. Ich mach die mal weg. Das verwirrt ja nur. So, Dennis Precor
Oh, der ist jetzt direkt dran an Lukas Bergold, der da gerade frisch aus der Box kam. Dennis, der hat schon eine Runde, glaube ich, mehr auf dem Buckel. Also der hat schon etwas wärmere Reifen hier. Guck, dass er mal jetzt hier am Ferrari vielleicht vorbeikommt oder zieht er noch ein bisschen zurück. Wie gesagt, der muss ja ein bisschen aufpassen. Fährt ja außerhalb der Wertung. Darf jetzt hier den Lukas nicht allzu sehr beeinträchtigen, sage ich mal. Aber als er davor war, der Lukas, ist er ja ein bisschen weggekommen. Also wenn seine Reifen warm sind, schauen wir mal, ob er da wieder wegkommen kann. Da vorne stehen auch noch ein paar Überrundungen an. So, Mons, wann kommt der rein? Der bleibt noch draußen. Der ist jetzt momentan der Führende. Gravicek aktuell auf der 2. Daniel Arning im Moment auf der 3. Auch halbwegs dran am McLaren. Peter Lindner sehen wir dahinter jetzt im Moment auf der 4. Aber die müssen alle noch reinkommen. Also ich sag mal, die ersten 11, Platz 14, Platz 15 müssen noch reinkommen. Also waren schon sehr, sehr viele drinnen. So, ja, Dennis Brekor geht jetzt hier vorbei am Ferrari. Mal sehen, ob er da auch wieder wegkommt oder ob er Lukas Bergold doch wieder vorbeilässt hier. Ja, normalerweise ärgert einen sowas natürlich, wenn Gaststarter einem da vielleicht ein bisschen Zeit nimmt durch den Zweikampf. Aber wir haben ja gesehen, der Abstand war ja von locker 10, 11 Sekunden immer größer werdend. Also ich glaube, das kann Lukas Bergold heute in Kauf nehmen, wenn er hier mal ein bisschen in die Zweikämpfe verstrickt wird. Hat er zumindest ein bisschen was zu tun, ist nicht ganz langweilig. Aber wird sich hier wohl heute den Gesamtsieg holen, wenn alles normal läuft. So, Pierre Brückner, der war auch noch nicht in der Box. Der muss noch rein. Genauso wie alle vor ihm. Nick Kleefeld dahinter. Mal gucken, Mahui, der kommt gerade rein. Das heißt, die ersten 8 Autos müssen nochmal zum Boxenstopp kommen. Alle anderen waren bereits drin. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Na, gehen wir noch ein bisschen auf Bergold. Woanders haben wir jetzt nicht so viele Zweikämpfe. Bei einem AMG sind ein 26, 27 vielleicht noch. Könnte man gleich nochmal hingehen. Aber sonst da die anderen Gruppen gerade ein bisschen aufgeteilt durch die Boxenstopps. Mal sehen, ob die sich alle wiederfinden. In der Box stehen ja gerade schon wieder 5, 6 Autos. 8 Autos fehlen noch. Also da müssen wir so einen Augenblick gedulden. Aber ich denke mal, ein paar Minuten werden alle drin gewesen sein. Kommt selten vor, dass da einer wirklich irgendwie 5 Minuten vor Schluss reingeht. Oh, Jan Butsch, der donnert da schon wieder in die Wand rein. Ah, der M6 hier. Gucken wir nochmal, was da passiert ist. Da von hinten kamen nämlich Prekur und Bergold an. Ich glaube auch nicht, dass die direkt was mit dazu tun hatten. Hat er hier vielleicht beim Anbremsen ein bisschen Gras mitgenommen oder sowas? Nee, gar nicht mal. Da kam einfach das Heck und dann rutscht er hier in die Wand rein, leider. Ah, ein schwieriges Rennen hier für den Piloten heute. Da ist wirklich nicht viel zu holen. Eine Position insgesamt verloren. Jetzt rutscht er hier schon wieder rum mit seinem Schaden. Also wahrscheinlich muss er nochmal reinkommen zum Reparieren. Sein letzter Boxenstopp war schon eine Minute lang. Also da gab es auch schon richtig was zum Reparieren. Ja, sehr, sehr schade. Mahou jetzt in der Box, hatten wir gesehen. Vorne haben wir auch fast alle jetzt drin. Mal gucken, Gavicek, Arning und Lindner fehlen nur noch. Alle anderen dahinter sind jetzt in der Box. So, dann gehen wir mal wieder zu Kipfer rüber. Kipfer, Weggel. Da dürfte sich nichts getan haben, glaube ich. Weggel müsste noch davor geblieben sein. Kipfer dahinter, dahinter Oliver Braun auf der 15. Ne, auf der 16 ist er. Gute 6 Sekunden schon weg. Hat damit also erstmal nichts zu tun. Das heißt, Weggel hat jetzt aktuell zumindest nur einen Gegner. Aber mal gucken, wo die alle gleich rauskommen. Da stehen ja gerade welche in der Box. Sie sind jetzt hier im letzten Abschnitt unterwegs. Aber mal sehen, wer sich da gleich an der Boxenausfahrt dazugesellen wird. Der eine oder andere fährt nämlich gerade los. Also schauen wir mal. Da müssten noch so ein, zwei Autos eigentlich mitspielen. Wir hatten davor eine schöne Vierergruppe. Gucken wir mal. Wer war noch dabei? Guerra müsste, glaube ich, noch dabei gewesen sein. Pierre Brückner war dahinter, meine ich. Also die müssten wir da eigentlich auch sehen. Ganz links am Bildrand sehen wir, da sitzen sich gerade alle in Bewegung. Dann schauen wir mal, ja, wer da wen vielleicht nochmal überholen kann. Gehen vielleicht mal in die Heli-Perspektive. Da unten kommt der Audi raus von Guerra, müsste das sein. Der könnte sogar eine Position verloren haben. Bin mir nicht ganz sicher, aber der BMW davor. Man sieht ein Kleefeld für Oliver Braun auf jeden Fall. 0,7 Sekunden. Brückner, der stand auch ein Tickchen länger. Der ist jetzt immer noch hier hinten dran. Hat von hinten aber auch keinen Druck, muss man sagen. Zahner ist hier auf der 16, gerade erst durch die erste Kurve. Falk Moritz steht im Moment in der Box. So, wir gehen wieder zu Remo Kipfer rüber. Vielleicht kann er sich Weggel jetzt mal schnappen hier. Ist sehr, sehr gut durch die Schikane gekommen. Schauen wir mal, ob er auch gut durch die Outer-Loop kommt. Ja, ein bisschen lupfen hier und dann wieder voll aufs Gas den ganzen Schwung mit rausnehmen. Kann man relativ weit rausgehen. Auch da aufpassen mit den Cuts. Aber hier wirklich immer den Schwung mitnehmen. Hier geht es weiter in den Berg hinunter und er hängt ihm hier richtig, richtig gut dran am Diffuser an den Top 10 hier. Gavicek jetzt reingekommen, der McLaren. Damit fehlen nur noch die ersten beiden.
Also wie gesagt, die werden wir wahrscheinlich alle gleich dann in der Box gesehen haben. Mittelfeld haben wir jetzt keine Riesengruppen mehr, aber noch so zwei, drei Kämpfer haben wir auf jeden Fall. Guerra ist hier hinter noch. Mal sehen, ob der rankommt. Klefeld, Braun, Brückner haben wir ab Platz 13 nochmal. Ein Dreier gespannt. Dann können wir gleich auch nochmal hinschalten. So, Lukas, Bergold, Dennis Prekur haben wir hier. Fahren hier gemeinsam ihr Rennen. Ja, schade, dass Dennis Prekur hier nicht mitfährt, sonst wäre es noch spannender hier vorne, glaube ich. Hätten wir nochmal einen mehr, der hier um die Meisterschaft kämpfen würde. So, Jan Butch, der war bereits nicht mehr, oder nicht nochmal in der Box nach seinem Fauxpas da eben. Deswegen gehen wir zu den beiden AMGs nochmal. Die waren schon in der Box, ist also Boxstoppel reinigt. Geppert, ja, der guckt hier jetzt auf der Innenseite, ob er vorbeigehen kann. Da zuckt auch noch Käser so ein bisschen nach links, damit er hier nochmal offen lässt. Cyberside geht's raus, da staut sich so etwas auf. Jan Butch, ja, der M6er wird da wahrscheinlich dick mitreden. Und das sind hier nochmal Überrundungen. Das ist nämlich Weggel da im Gange mit dem BMW und mit Guerra. Das ist nämlich dieses Dreiergespann auf der 10, 11 und 12. Also zwei Zweikämpfe sozusagen, die aufeinandertreffen. Die beiden AMGs, da gibt es die Berührung womöglich hier mit dem Audi. Eieiei, wir gucken nochmal zurück. Von oben vielleicht. Da sieht man es ein bisschen besser. Mal sehen. Na, ganz leicht hinten rechts wurde der Audi von Weggel getroffen. Geht hier in die Wand rein. Und damit natürlich auch mit einem beschädigten Fahrzeug unterwegs. Remo Kipfer war hier der BMW, der jetzt auch nochmal die Position gegen Helder Guerra verloren hat. Der jetzt hier mit zwei Positionsgewinnen gerade in dieser Runde hier auf warten durfte. Vier insgesamt. Jetzt hat er hier den Zweikampf vor sich, den er überrunden möchte. Macht auch schon mal Lichthupe hier. Mal sehen, ob er hier auf der Innenseite vielleicht schon Platz bekommt. Ansonsten vielleicht auf der nächsten Geraden. So, Jan Butt, der rettet sich jetzt hier, glaube ich, doch nochmal in die Box. Sehr, sehr langsam unterwegs, wie wir sehen. Der wackelt richtig, also die Lenkung dürfte nicht mehr allzu gut funktionieren. Wie sieht es bei Matthias Weggel aus nach seinem Einschlag? Weiß nicht, ob der jetzt nochmal reinkommen muss zum Reparieren oder ob er sich die letzten 24 Minuten, die wir noch haben, in die Box zurückschleppt. Zielschlepp meine ich natürlich. Aber natürlich sein Rennen damit auch mehr oder weniger gelaufen. Wird so oder so einiges an Zeit verlieren. So, schauen wir mal. Bergold Mons, 14 Sekunden. Da brennt also nichts an. Gavicek hier auf der 5 inzwischen noch relativ safe. Arning, ne, Ewerts, Arning. Also Arning kam gerade aus der Box. Genau, Jeff Ewerts hier auf der sozusagen fünften Position. Daniel Arning dahinter. Also die Gruppe hat sich leider auch aufgelöst hier mit dem Ferrari und dem McLaren. So, Patrick Schröter auf der 8. Also drei Positionen gewonnen. Gesaya mit einem Positionsgewinn auf der 9. Helder Guerra dahinter mit 4. Remo Kipfer haben wir eben noch gesehen, auch mit 4 Positionsgewinnen. Scheint sich da gerade ein bisschen auseinander zu ziehen. Mal gucken, was geht dahinter. Auch hier geht es gerade an die Überrundung. Oliver Braun, Nikli. Oh, jetzt sind da die beiden AMGs kollidiert, glaube ich. Gucken wir da nochmal zurück. Eieiei, also schon wieder eine Kollision im ersten Abschnitt hier. Aber bei der Geschwindigkeit reicht das halt auch. Wir gucken mal hier. Sind da jetzt noch welche reingerauscht? Bin mir nicht ganz sicher. Hier die beiden AMGs auf jeden Fall irgendwie ineinander gerasselt. Weiß nicht, ob da noch welche reingefahren sind. Hier drehen sich beide weg, gehen dann leicht in die Wand rein. Und dann gucken wir mal, ob... Ja, wir blockieren jetzt hier die komplette Straße. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da jetzt noch welche reingedonnert sind. Was ist bei Thorsten Käser jetzt passiert? Da oben steht auch noch Alex Cruz. Weiß nicht, ob das damit direkt zu tun hatte. Ist auf jeden Fall ein paar Meter dahinter. Könnte ich mir gut vorstellen, da bergauf siehst du halt sehr, sehr spät, wenn da was steht. Also könnte mir gut vorstellen, dass sie da reingerasselt sind. 20 Minuten vor Schluss ungefähr nochmal eine etwas größere Kollision. Hat nochmal 4 Autos, glaube ich, dann jetzt getroffen. Sehr, sehr schade da. Werden nochmal einige wahrscheinlich profitieren können, die dahinter unterwegs waren. Butch in der Box jetzt. Wer steht da noch in der Box? Matthias Weggel hat jetzt noch repariert. Musste er. Auf der 22, 10 Positionen gewonnen. Ja, schade, Top 10 wäre vielleicht ein Ziel gewesen heute. War ja von der 12 gestartet. So, Dennis Prekur und Lukas Bergold. Ja, die fahren hier ihr Rennen 15 Sekunden. Also, ja, sehr, sehr schade, dass es hier nicht tatsächlich um Punkte geht zwischen den beiden. Aber, ja, was will man machen? Lukas Bergold wird sich wohl den Sieg heute holen, wenn es normal weitergeht. So, Daniel Arning jetzt aber hier mit Peter Lindner am Gange. Ich weiß gar nicht, wo der Zweikampf plötzlich herkommt. Ja, egal. Schauen wir mal hier.
CDS Digital Motorsport gegen RM Motorsport, AMG gegen Ferrari. Hier geht es um Positionen. Ja, 5 und 6 sozusagen. Preco müssen wir immer ein bisschen rausrechnen auf der 2. Aber hier geht es auch nochmal um ein paar Punkte zwischen den beiden hier. Wir sehen auch schon, der Ferrari kommt da sehr, sehr gut dran. Mal sehen, wo er hier vorbeikommt. Oliver Braun ist an Kleefeld dran. 12 und 13, da haben wir nochmal zwei Mittelmotoren. McLaren und Lamborghini. Wir fahren mal bei Peter Lindner mit. Schauen wir hinten raus hier, wo der Ferrari vielleicht vorbeigehen kann. Ah, hier wird es jetzt erstmal nichts. Ich denke mal, maximal statt Zielgerade wird es vielleicht den nächsten Angriff geben. Außer natürlich, hier macht der Vordermann leichten Fehler, was auch mal schnell passieren kann. Hier in der Rechtskurve zu viel Curb mitgenommen auf der Innenseite. Dreht sich das Auto gerne mal ein. Oder hier den Berg ein bisschen hinauf. Gibt es auch gerne mal übersteuern. Da sehen wir es auch. Der Ferrari ein bisschen wackelig da gewesen. Und damit der AMG auf der Geraden erstmal safe. Und wenn er die erste Kurve bekommt, sollte das bis zur Schikane auch erstmal reichen. Also der Zweikampf ist erstmal vertagt. Wir gehen mal zu McLaren von Oliver Braun. Ah, Nick Kleefeld hat er direkt vor der Nase. 19 Positionen hat er inzwischen gewonnen. Sehr, sehr gutes Rennen für ihn. Auch Oliver Braun mit einer Handvoll Positionen, die es nach vorne geht. Muss sich hier nicht verstecken. Und schauen wir mal, ob es noch weiter geht. 0,7 Sekunden ist er dran. Ja, davor die nächsten Positionen auch nur so ein paar Sekunden weg. Also da kann noch was passieren in den letzten 20 Minuten. Wir springen mal kurz zu Hausinger. Der erste Marc Mahoy dran, von der letzten Position gestartet. Inzwischen aber auf die 20 vorgerückt. Ja, hat viel, viel profitiert, denke ich mal, durch die Unfälle, durch die Strafen und so weiter. Weiß jetzt nicht, wen er da vielleicht noch überholt hat regulär. Haben wir jetzt nicht wirklich im Zweikampf gesehen bis jetzt. Aber hier auf der 20, auch wie gesagt mit 12 Positionsgewinn, eigentlich sehr, sehr gut unterwegs. Aber Jakob Hausinger dahinter könnte noch was dagegen haben, der BMW. Ist zumindest mal, ja, nicht so weit weg. Muss sich da aber gerade auch, gleich überrunden lassen von Lukas Berggold. Er hat 4 gewonnen. Also wird hier vielleicht mal ein bisschen Zeit verlieren. Aber der Audi dann gleich auch, wenn der überrundet wird, wiederum. So, ich glaube, die AMGs sind wieder unterwegs hier. Ja, Geffert war auf jeden Fall drin zum Reparieren. 22 Sekunden stand da. Ich glaube, Dennis Käser, nee, der war nicht drin zum Reparieren. Der ist erstmal weitergefahren. Ja, hat jetzt trotzdem nur eine Position Vorsprung vor seinem ehemaligen Konkurrenten, wenn auch 1,5 Minuten fast. Gucken wir mal, was die Rundenzeiten sagen. Letzte Rundenzeit eine 1,52,5. Ja, dürfte auf jeden Fall der Schaden sein. Vielleicht auch die eine oder andere Überrundung, die wir hier sehen, die ein bisschen Zeit kostet. Ja, mit der spannendste Zweikampf im Moment hier, 12 von 13. Davor waren auch nochmal 3 Zweikämpfe insgesamt. Gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Achso, Mahoui lässt sich gerade überrunden, alles gut. Mal gucken, ob hier Oliver Braun jetzt nochmal vorbeikommt hier am Lamborghini. Hoffentlich kriegen wir hier nochmal einen schönen Zweikampf auf die letzten 18 Minuten. Auch hier immer ordentlich am Limit unterwegs in der vorletzten Kurve. Guck mal gerade, Strafen halten sich in Grenzen. 2 SG30, 1 DT. Müsste aber teilweise von der Reko noch gewesen sein aus dem letzten Rennen. Ich guck mal kurz, ob noch Strafen offen sind. SG30 für Alex Cruz auf der 26 sehe ich gerade. Aber der wird gleich auch nochmal reinkommen und dann, ja, sozusagen zweiten Boxenstopp absolvieren. Aber so viel weiter nach hinten geht's nicht mehr. Wir haben aktuell noch 29 Fahrzeuge auf dem Server. 28 davon sind noch aktiv auf der Strecke. Im Moment zumindest unterwegs. Jan Butsch, der M6, steht schon gleich seit 400 Sekunden in der Box. Weiß nicht, ob der nochmal weiterfährt. So, Alex Cruz kommt jetzt zu seiner SG30, seine Strafe hier. Und wir gehen mal auf Nick Kleefeld, der von McLaren gejagt wird. Aber Remo Kipfer davor und Helder Guerra jetzt auch nicht super weit weg. 1-2 Sekunden jeweils. Da sehen wir sie oben alle. Da sehen wir die 4 Autos im Bildausschnitt, die hier vielleicht nochmal kämpfen. Schauen wir mal. Hausinger derweil weiterhin dran am Mahoui. Der BMW da. Vielleicht kommt er ein bisschen besser raus aus der letzten Kurve. Kann sich vielleicht den Mark hier holen. Der Audi ist auf jeden Fall im Windschatten dran. 0,3. Guckt mal kurz auf der Innenseite. Aber wird noch nix hier. Nutzt das Messer. Moin, moin. Schön, dass du da bist. Letzte Viertelstunde haben wir noch jetzt hier auf dem Plan. Wir gucken mal jetzt, ob Mahoui hier schon verteidigen muss. Ja, muss er auf jeden Fall. Der BMW kommt da richtig gut dran im Windschatten. Jetzt ist immer die Überlegung. Ja, gehst du auf die Innenseite, auf die Außenseite? Was macht der BMW? Täuscht er innen an? Oder bleibt er erstmal hier auf der Ideallinie? Er bleibt auf der Ideallinie. Jetzt geht er rüber, weil Marc Mahoui nicht auf die Innenseite geht. Ja, jetzt da. Ja, passt alles. Ja, gab es keinen Angriff. Da mussten die beiden nicht side by side durchgehen. Falk Moritz überholt hier gerade seinen Teamkollegen. Da sehen wir die beiden nochmal im selben Ausschnitt hier. Da ist der BMW vorbei am Honda, am Alex Langhorst. Im Replay hat er offenbar keine Livery.
Aber im Live-Bild hat er wieder eine. Auch sehr interessant. Ja, 17-18 also für das Team hier. Gucken wir mal. Langhorst 9 Positionen nach vorne gekommen. Bleibt Moritz dafür 8 verloren. Also in Summe, ja, plus minus 0 sozusagen insgesamt. Aber der eine gut nach vorne, der andere leider ein bisschen nach hinten gefallen. So, ich wollte gerade was trinken, aber da gibt es jetzt den Angriff von Jakob Hausinger auf der Innenseite in der drittletzten Kurve. Hier ist er auf der Innenseite vorbeigegangen, auf die 20, 5. Positionsgewinn. Mahoui, ja, wird es halbwegs gelassen nehmen. Der hätte insgesamt auch sehr, sehr viel Position gut machen können. Und mal sehen, ob Jakob Hausinger jetzt hier noch wegkommt. Aber ich denke mal, so viel wird dann nicht mehr gehen aus eigener Kraft. Fast 15 Sekunden Rückstand auf Peter Buchholz. 15 Minuten noch auf der Uhr. Aber da müsste er schon mal, ja, weit über 1,5 Sekunden die Runde aufholen. Was ich mal bezweifle, dass er das macht. Und dann wäre er auch nur gerade mal dran. Dann muss er auch erstmal wieder vorbeikommen. Also, da wird es wahrscheinlich erstmal bei bleiben, wenn da vorne nicht noch was Außergewöhnliches passiert. Wir springen mal zu Chris Heyer rüber. HyperX Racing Luxemburg 2 mit der Nummer 30 an Obisim Racing an Patrick Schröter dran. Hier haben wir ja mal wieder zwei Hondas im Duell. Ich glaube, die waren vorhin auch schon mal im Duell, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also die kennen sich schon so ein bisschen. Patrick Schröter, der testet hier auch mal die Track Limits, Ausgang der vorletzten Kurve. Jetzt geht es hier wieder auf die Startziel. In der Box waren alle soweit, jawohl. Also ist alles gerade boxstoppelreinig, was hier die Sache angeht. Da schauen wir mal, Schröter geht schon auf die Innenseite, gibt keinen Angriff. Mal sehen, ob er hier genügend Schwung rausnimmt. Der hintere Honda muss da ein bisschen nochmal ja, in die Bremse gehen und damit verliert er den ganzen Schwung. Ah, da war vielleicht ein Tick zu dicht dran. Da hilft das manchmal wirklich, ein bisschen Abstand zu lassen, dass du da auf dem Pinsel bleiben kannst und den Schwung mitnehmen kannst. Aber so musst du ja natürlich ein bisschen ja, verzögern hier, um nicht drauf zu klatschen. Und damit, ja, direkt mal eine Sekunde wieder Rückstand. Sehr, sehr schade, sonst hätte er hier vielleicht einen Angriff setzen können. Und dann auf die, ja, in der Wertung 8., 7. Position zu gehen. So, ich packe mal die Kahlnummern rein, da sehen wir nämlich die verschiedenen Klassen nochmal ein bisschen. Aber wir sehen auf den ersten 5 die Goldklasse, Platz 6, Platz 7. Eine Sekunde auseinander, die sind da in der Silberklasse unterwegs. Und Oliver Braun, Brückner und Zahner, die in Rot markiert, sind die ersten 3 der Bronzeklasse. Pierre Brückner führt die inzwischen auch nicht mehr an, also Oliver Braun muss da irgendwo vorbeigekommen sein. Führt entsprechend die Bronzeklasse an und Falk Moritz holt sich jetzt hier noch nicht ganz den Lamborghini von Michael Haaf, auch die innerhalb der einer Klasse unterwegs, in der Silberklasse nämlich, wenn auch eher im Mittelfeld gerade. Aber natürlich geht es hier auch nochmal um Punkte. Und mal sehen, ob Falk Moritz hier auf der Innenseite reinhält. Hält er hier rein, bremst da rein? Nein, macht er nicht. Nochmal zurück. Aber vielleicht kann er sich jetzt hier einen kleinen Vorteil verschaffen, wenn der Lambo hier die Linie nicht bekommt. Bekommt er allerdings. Ja, ist immer eine sehr, sehr tricky Sache da in der Schikane. Man tickt zu viel Körb mitgenommen und dann hebelst das Auto doch mal aus. Aber so, alles gut. Michael Haaf kann sich hier von Falk Moritz erstmal halten. Wir gehen mal zum Teamkollegen vom Lamborghini, nämlich Nick Kleefeld. Der ist wiederum dran an Remo Kipfer. Also hier in der Verfolgerperspektive am Schweizer dran. Und mal sehen, ob man hier nochmal ja, vorbeikommt. Die sind zwar nicht in der gleichen Klasse unterwegs, aber für die Gesamtwertung, wie gesagt, gibt es ja nochmal Separatpunkte. Also da lohnt sich sicherlich nochmal vorbeizugehen. Hier der Goldfahrer gegen den Silberfahrer. Ja, macht ein bisschen Lichthupe. Ich glaube nicht, dass das den Kipfer irgendwie beeindrucken wird. Der wird hier schon verteidigen, soweit er kann. So, Moritz jetzt aber vorbeigekommen am Freibeuter Racing Lambo in der Heel Corner, nämlich hier auf der Innenseite. Jetzt auf die 16. Position. Und damit auf der 5. in der Klasse. Ah, geht's jetzt da? Nee, reicht auch noch nicht. Ja, Side-by-Side sehen wir in der Schikane doch sehr selten in dem Rennen tatsächlich. Also haben wir auch schon in anderen Rennen anders erlebt. Aber hier wird immer zurückgezogen und dann hintereinander durch. Ein bisschen darauf spekuliert, dass man vielleicht am Ausgang hier der Kurve vielleicht mal einen Angriff setzen kann. So, Bergold vorne, fährt vor Dennis Preko rum. Jeffer Mons weiter in 15 Sekunden. Da wird sie wohl auch nicht mehr so viel tun. Gravicek inzwischen auch ein sehr, sehr ruhiges Rennen hier auf der 4. Position. Beziehungsweise dann, ja, eigentlich auf dem Podium, muss man ja sagen. Jeff Eberts dahinter. Dann haben wir den Führenden der Silberklasse hier auf der Strecke, aber auch in der Gesamtwertung Peter Lindner. Daniel Arning verfolgt ihn aber immer noch eine Sekunde. Dann haben wir Patrick Schröter auf der 8. Position. Chris Heyer verfolgt ihn hier noch. Haben wir eben gesehen, die beiden Hondas. Da musste er ja gerade ein bisschen, ja,
sich zurückhalten. Eine Sekunde war der Abstand am Anfang der Runde, jetzt wieder 0,7. Also er kommt daran, kann auf jeden Fall mithalten. Könnte nochmal spannend werden gegen Ende. Helder Guerra dahinter, ja, ein bisschen einsam, sage ich mal. Dahinter hat er auch nochmal einen Zweikampf, den er im Rückspiegel begutachten kann. Das Kefeld ja immer noch nicht vorbeigekommen an der 14. Hat er ja auch schon mal eben ordentlich Druck gemacht. Oh, da hinten Oliver Braun, bisschen in die Wand rein, der Führende der Bronzeklasse. Eieiei, nicht, dass er da jetzt ordentlich Schaden mitgenommen hat. Ich glaube, der ist davon schon mal eingedonnert ein bisschen. Können wir mal vielleicht gucken. Was sagt die Lenkung? Na, scheint noch halbwegs zu laufen, die Lenkung. Das ist schon mal gut zu wissen. Wenn ein bisschen Topspeed fehlt, dann ist das nicht ganz so schlimm. Aber wenn es sich mal legt, oh, Kleefeld geht ja aufs Gras. Das ist natürlich keine gute Möglichkeit. Jetzt holpert er hier über den Körb rüber. Aber kriegt die Karre halbwegs abgefangen. Nein, er nimmt jetzt doch noch die Wand mit, da die knallharte. Und damit das Rennen natürlich auch, ja, ordentlicher Rückschlag jetzt hier. Braun, nee, Kipfer, Braun geht jetzt, glaube ich, noch vorbei. Jetzt kann er sich hier zumindest wieder auf die Strecke retten. Pierre Brückner müsste jetzt vorbeigehen. Auf die 13, jawohl. Mal gucken, ob er nochmal wartet, ob er nochmal weiterfährt. Hier 10 Minuten sind noch zu gehen. Mal sehen, da kommt noch der BMW vorbei. Ah, Kleefeld hat sich leider zurückgesetzt. Sehr, sehr schade, hätten wir doch mal einen schönen Zweikampf gehabt. Deswegen gehen wir zu den beiden Hondas jetzt auf die 8. und auf die 9. Position. Ja, da werden jetzt einige wieder Positionen gewinnen, weil Kleefeld sich zurückgesetzt hat, darf nicht mehr rausfahren. Das heißt, alle, die noch auf der Strecke unterwegs sind, werden da nochmal vorbeigehen. Jan Butch hat auch abgestellt, damit haben wir noch 27 aktive Fahrzeuge auf der Strecke. Für hohe Sim-Racing-Verhältnisse da sehr, sehr wenig. Das haben wir ja, wie gesagt, gerne mal hohe 30er-Zahlen hier, sowohl im Sprint Cup als auch im Endurance Cup, der ja auch bald wieder ansteht, das nächste Rennen. So, Cruz und Pai haben ja offenbar auch gerade getauscht auf der 27-28. Wir gehen aber wieder zu Chris Haya mit das spannendste Duell gerade. Lindner Arning müssen wir mal gucken. Halten sich immer noch so eine Sekunde auseinander. Hausinger, Mahui. Da gab es, glaube ich, von auch das Überholmanöver. Im Moment auch noch eine Sekunde. Ja, aber hier geht es auch nochmal um wichtige Punkte innerhalb der Klasse. Beides Goldfahrer. Also da will man auf jeden Fall nochmal vorbeikommen, um auch in der eigenen Klasse nochmal Punkte wieder gut zu machen. Aber hier reißt noch nicht Patrick Schröter hier relativ weit in. Macht auf jeden Fall deutlich, dass er hier verteidigen wird. Noch muss er nicht so ganz verteidigen. Denn Chris Haya ist noch ein Stückchen weg hier. Ja, bleiben wir erstmal hier drauf. Und wenn woanders was passiert, gehen wir natürlich dahin. Aber hier wirklich das, ja, engste Duell im Moment hier in den Top 10. Platz 7, Platz 8 ist es bereinigt, sage ich mal. Für die Gesamtwertung in der Goldklasse ist es Platz 5 und 6 müsste das ja sein. Oh, Hausinger Mahui. Na, gab es, glaube ich, nichts. Kleefeld, genau, da gehen jetzt alle vorbei. Buchholz mit der gelben Flagge. Muss sich aber gerade hier überrunden lassen. Deswegen ist er gerade etwas langsam unterwegs. Ansonsten passiert da auch gerade nicht mehr so viel. Vorhin hatten wir einige Überholmanöver vom 5er BMW, den wir hier sehen. Aber jetzt hier nach dem Boxstopp scheint es nicht mehr ganz so wild und spannend zu sein. Die Abstände doch recht groß nach vorne, nach hinten und bei 10 Sekunden. Mal gucken. Mahui hier im Windschatten rangekommen nochmal an den BMW. Also er will da nochmal vorbeigehen. Den nochmal ein paar mehr Punkte schnappen. Genauso wie Chris Haya auf den 9. So, Bergold Prekur 0,7 Sekunden vorne. Aber der Abstand wird nicht größer mehr seit dem Boxenstopp, wirklich, habe ich den Eindruck. Ich glaube, die gondeln da mehr oder weniger nur noch zu Ende, muss man sagen. Aber muss auch kein unnötiges Risiko eingehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Also, da wird wohl auch nicht mehr so viel passieren. Mal sehen, in der Silberklasse, da ist es noch sehr spannend. Platz 1, Platz 2, also 6 und 7 hier. Nur noch 0,7 Sekunden auseinander. Da geht auf jeden Fall noch was. In der Bronzeklasse 12 bis 14 sehen wir hier rot markiert. Da wird auch nicht mehr so viel passieren. Abstände auch recht groß. Auch da werden die letzten Minuten nur noch zu Ende gefahren werden hier. Der SG30 wurde gerade noch abgesessen von der 71, sehe ich gerade. Das war Alex Cruz. Oh, war ja. Der war schon 5-mal insgesamt in der Box. Da waren auf jeden Fall ein paar Strafen bei.
Zwei SG-30s auf jeden Fall von Alex Cruz. Andere bin ich mir nicht ganz sicher, ob da nochmal reparieren musste. Aber der hat hier auf jeden Fall die meisten Boxenstoppbesuche absolviert. Wenn es optimal läuft, dann ja, geht man nur einmal in die Box, regulär. Ansonsten bleibt man auf der Strecke. Aber gab schon ein paar andere Strafen, ein paar Reparaturstops. Da gibt es tatsächlich ja doch einige Fahrzeuge. Ich guck mal kurz, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Fahrzeuge, die mehr als einmal in der Box waren. Ja klar, und da sind noch ein paar vom Server runter. Also, wenn du hier durchgefahren bist, hast du vielleicht so sogar schon mal wieder Position gut gemacht. Bisschen wie auf Mount Panorama, wo es reicht, eigentlich durchzufahren sauber. Dann geht es immer ein bisschen nach vorne. Ja, für Chris Heil geht es irgendwie nicht nach vorne. Der kommt nicht vorbei an Patrick Schröter hier. Ganze Zeit hinterher. Aber momentan immer noch keine richtige Möglichkeit gefunden, vorbeizugehen. Vor einigen Runden hier in Kurve 1 war man ganz, ganz dicht dran. Aber ja, musste da ein bisschen nochmal in die Bremse gehen. Aber vielleicht kann er sich jetzt hier ransaugen. 0,3 Sekunden, 0,2 Sekunden. Reicht das jetzt hier für den Angriff? Patrick Schröter wird wahrscheinlich hier auf der Innenseite bleiben. Jetzt kommt da auch noch eine Überrundung gleich. Und Chris Heyer wird versuchen, sich auf die Außenbahn zu setzen. Die Überrundung hat noch keinen Einfluss, aber zieht auch hier wieder zurück. Daniel Pei kommt da gleich nämlich da unten noch. Der Suicide Crew BMW. Für den, dass er ja auch gerade vorhin nicht so optimal lief, der da übers Gas ging, voll in die Wand rein. So, Hausinger Mahui haben wir noch im Blick. Lindner Arning 6-7. Aber da tut sich nicht viel. Mal paar Zehntel dichter, mal paar Zehntel auseinander. Alles andere hat sich schon sehr, sehr gut geordnet. Auf der Karte sehen wir es auch. Gabicek gerade mit der gelben Flagge in der drittletzten Kurve unterwegs. Eieiei, hat er sich jetzt hier weggedreht. Wir schauen mal 20 Sekunden zurück. Der hat jetzt auch ordentlich Position verloren. Ewas Lindner, Arning gehen dann jetzt nochmal vorbei. Sehr, sehr bitter natürlich für Benedikt hier kurz vor Rennende jetzt das Auto hier wegzuschmeißen. Nee, da war aber irgendwas anderes. War kein Fahrfehler. Da muss irgendwas mit der Hardware sein oder ähnliches. Das sah sehr, sehr komisch aus, aber ja, das ist natürlich noch umso ärgerlicher. Und jetzt ist natürlich Chris Heyer vorbeigekommen. Da sehen wir gerade noch das Replay in der gleichen Kurve, nämlich geht er da vorbei und hat jetzt sich Patrick Schröter geholt. Der Chris Heyer damit jetzt hier, ja, zwei Positionen einmal mal gewonnen. Jetzt ist, glaube ich, der McLaren noch runtergegangen. Ah, sehr, sehr schade für Gavicek. So, Daniel Pei macht hier mal Platz und jetzt Patrick Schröter, der in der Verfolgerperspektive ist, setzt sich jetzt schon mal neben den Honda-Kollegen. Schauen wir mal, ob er da jetzt auch vorbeikommt und sich die Position gleich wiederholen kann. Chris Heyer auf der Innenseite. Er muss gucken, dass er den Schwung trotzdem mit durchkriegt. Geht natürlich etwas weit raus. Mal gucken, ob Patrick Schröter jetzt ein bisschen besser rauskam. Ist auf jeden Fall ganz, ganz dicht dran, 0,2 Sekunden. Hält der Guerra jetzt die 555 dahinter, dahinter dem pinken BMW jetzt auch nicht mehr so weit weg. Ist er jetzt ein bisschen rangekommen inzwischen. Schauen wir mal, ob das jetzt hier vorbeigeht. Ah, Fatal Error war das bei dir. Ja, haben wir gerade gesehen, wie es dann einfach nur gerade ausging. Sehr, sehr schade hier, paar Minuten vor Schluss. Aber Chris Heyer hier kann sich erstmal halten. Da kommt Guerra noch vorbei. Das heißt, Patrick Schröter verliert jetzt hier wieder eine Position. Jetzt auf der 9 unterwegs. Chris Heyer hat 2 gewonnen. Helder Guerra hat natürlich auch 2 gewonnen. Durch den Ausfall des McLarens. Und damit hier auf der, ja, bereinigten 6, 7 und 8 unterwegs. Ja, genau. Wäre P3 gewesen, rechnerisch. So, Mahui, Hausinger, die fahren auch sehr lange schon hintereinander her. Da passiert gerade nicht so viel. Oder schauen wir mal, ob der Audi jetzt hier auf der Stadtzielgeraden sich schon mal bemerkbar macht. Ich denke mal, da ist er noch zu weit weg. Deswegen gehen wir mal zu Arning. Die sind ein paar Meter dahinter. Da sehen wir aber schon, dass Peter Lindner hier verteidigt geht auf die Innenseite. Daniel Arning, der hier, ja, wirklich nochmal vorbei möchte auf die letzten Meter. So viel Zeit ist er nicht mehr. 2,5 Minuten. Der Führende ist jetzt im dritten Sektor unterwegs. Da müssen wir gleich mal gucken. Könnte schon sein. Gucken wir gerade. 1 Minute runter. Ja, müsste gleich in die letzte Runde reingehen. Also, nicht mehr viel Zeit. 2 Runden sozusagen nur noch hier für die beiden, um sich einig zu werden. So, Ewerts Lindner. Mal schauen, ob da nochmal was passiert auf den letzten Metern. Also, da vorne wird es jetzt doch nochmal ein bisschen spannend an der einen oder anderen Stelle. Werden wir nur noch 26 aktive Fahrer auf der Strecke haben. Uiuiui. Ich glaube, das war Langhorst gerade, der da ein bisschen, nee, Hofmann war das, der da ein bisschen Platz gemacht hat. So, schauen wir mal, wir haben gleich noch 1,30. Ja, das wird auf jeden Fall definitiv die letzte Runde.
Eko und Bergholz sind nämlich gerade in der letzten Kurve jetzt auf der Stadt Zielgeraden. Also die letzte Runde wird jetzt eingeläutet, Runde 34 nämlich. Und dann ist das vierte Rennen der Sprint. Der Sprint gab es auch schon wieder Geschichte. Und ja, vorne war es leider nicht super spannend. Der McLaren leider verabschiedeter, wäre ein Podium gewesen. Hier haben wir noch so ein, zwei Duelle auf jeden Fall, wo es vielleicht nochmal den letzten Angriff geben könnte. Hier geht es nämlich auch gleich in die letzte Runde rein. Wir gucken mal kurz hier bei Helder Guerra rein. Haier und Schröter hat er vor bzw. hinter sich. Ja, wobei Chris Haier jetzt doch schon 1,5 Sekunden Vorsprung hat. Also wenn der jetzt hier keinen großen Schnitzer mehr hat, dann wird er das auch nach Hause schaukeln. Da gehe ich mal ganz fest von aus. Auch hier Hausinger, Mahoui. Ja, letzten Runden nichts passiert. Gehe ich auch nicht von aus, dass da jetzt nochmal groß was passieren wird. Gucken wir nochmal Patrick Schröter rein. Der ist nochmal dran hier am Audi. Ja, Innenseite. Jetzt setzt er sich vielleicht nochmal daneben. Eine Runde hat er jetzt nochmal Zeit zumindest. Position, ja, 7 ist es dann am Ende, sich zu holen. Also nochmal ein paar Punkte mehr zu holen. 2 Positionen hat er schon gewonnen. Helder Guerra 6 Positionsgewinne. Auch ein richtig gutes Rennen so gesehen gehabt bis jetzt. So, jetzt geht's auch hier in die letzte Runde rein. Die Führenden können wir noch einen Augenblick hier bleiben. Dann gehen wir natürlich nach vorne. Dann dürfen wir Lukas Bergholz zu seinem 2. Sieg gratulieren. Sein 4. Podium in Folge. Also da macht er ja den Preco so ein bisschen nach. Der hat in der GT4 allerdings alle 4 Rennen gewonnen, die ersten. Also nochmal ein bisschen schneller. Oder erfolgreicher sozusagen. Aber wird da auf jeden Fall seine Gesamtwertung weiter ausbauen können. Während Patrick Schröter jetzt hier mal das letzte Mal versucht, hier irgendwie anzugreifen Richtung Schikane. Mal sehen, Side by Side gibt es jetzt nochmal den letzten Angriff. Er guckt so halb, ob er sich daneben setzen kann. Muss er aufpassen, dass er hier das Auto nicht verliert. Geht's ordentlich über die Curbs rüber. Kostet ein bisschen Zeit, während Lukas Bergholz, wie gesagt, sich den 2. Sieg holt. Ganz dicht verfolgt von Dennis Precourt, dem Gaststarter heute. Die sind da zu zweit vorne gefahren. Stefan Wons holt sich Position Nummer 2. Insgesamt in der Goldwertung natürlich auch recht unaufgeregtes Rennen für ihn heute, dafür aber erfolgreich. Wird 1, 2, 3 Punkte natürlich verlieren in der Gesamtwertung auf Bergholz, aber wird noch andere Strecken geben, wo er wieder besser ist. Dann haben wir Jeff Ewerts, der wird mit aufs Podium gehen. Leider haben wir, ja, Gavicek nicht begrüßen dürfen auf dem Podium durch den Fatal Error. Und damit hat Jeff Ewerts hier das Podium jetzt geerbt. Rettet sich gerade so vor Peter Lindner und Daniel Arning nochmal. Nochmal richtig, richtig knapp dahinter gewesen. Damit haben wir Peter Lindner, der Sieger der Silberwertung. Platz 2, Daniel Arning. Und dann haben wir Helder Guerra, der hier womöglich Dritter wird in der Silberwertung. Wenn er jetzt nicht noch komplett das Auto wegschmeißt. Der hat nämlich nochmal 2 Autos direkt dahinter. Schröter und Kipfer da hinten noch. Aber ich denke, da wird auch nichts passieren. Also hier das Podium der Silberwertung. Dann gucken wir mal bei der Bronzewertung auf der 11. Oliver Braun nämlich. Der kommt passenderweise gerade durch die letzte Kurve. Also Glückwunsch hier an Oliver Braun im McLaren, der hier und da mal eingedonnert ist da hinten. Aber am Ende hat es für den klasseninternen Sieg gereicht. Pierre Brückner, der Führende der Klasse, Platz 2. Also hat heute auch wieder gut punkten können. Und dann haben wir noch den BMW von Marius Sahner, der hier auch auf dem Podium zu begrüßen ist. So, 2 Kämpfe sonst alle soweit durch. Müssen schon fast alle im Ziel sein, wenn ich es richtig sehe. Der Geffert fehlt, glaube ich, noch. Den warten wir natürlich noch hier. Soapbox Racing. Ja, ich glaube, war das der, der vorhin noch in der Kollision verwickelt war mit den anderen AMG? Müsste, glaube ich, mit Käser hier gewesen sein. Der war übrigens nicht in der Box, wie wir sehen. So, und damit ist er auch durch. Und das Rennen beendet. Sehr, sehr schön. Dann gucken wir gleich mal, oder gehen wir erstmal ins Studio, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, wo es gleich weitergeht. So, also haben wir geschafft. Sehr schön. Guck mal kurz. Müssen wir hier nach vorne gehen. Machen wir mal die Perspektive, würde ich sagen. Ja, dann müssen wir eigentlich so die Podiumsposition sehen. Die ersten 3 sehen wir hier aus der Goldwertung. Dahinter müsste gleich die Silberwertung kommen und dahinter die Bronzewertung. Theoretisch, wenn es geklappt hat. Gucken wir noch eine schöne Kamera. Ja, machen lassen, oder? Warte mal. Ja, saß noch ein bisschen näher dran. Sehr schön. Also, haben wir geschafft. Rennen 4. Nächstes Mal, wo waren wir da jetzt noch unterwegs? Muss ich kurz nochmal nachschauen. Warte mal.
Kalender, wo war der? Da war der. Hungaroring, genau. Auf Hungaroring sind wir dann in 2 Wochen. Das wird natürlich jetzt nicht einfacher, da zu überholen. Schauen wir mal, was das wird hier. Ja, heute nicht ganz so viele Fahrer verhältnismäßig. 32 waren es am Start. Am Ende sind dann 26 ins Ziel gekommen. Leider ein paar technische Defekte zum Teil. Ein paar Unfälle hatten wir auch leider am Start hier und da. Aber vor allem erstens, sage ich mal, bis zum Boxenstopp schöne Grüppchen, die wir gesehen haben. Danach, ja, wie immer, da. Ja, da fuselt das so ein bisschen. Aber wir haben noch ein paar richtig enge Zweikämpfe am Ende gehabt. Wir haben es gesehen, da eine schöne Dreiergruppe nochmal am Ende, die über die Ziellinie gefahren ist. So, dann schaue ich mal, wo ich euch weiterhin raide. Wo vielleicht nochmal ein bisschen was geht hier. Ansonsten sehen wir uns ja morgen. Da steht nämlich VEM an, allerdings auf dem LFM-Twitch-Kanal tatsächlich. Ihr seht ja nochmal die Links vielleicht, falls es einen interessiert. Da ist nämlich das Qualifying für Samstag dann die 8 Stunden auch auf Watkins Glen passenderweise. Kennen wir die Strecke schon mal. Also da schaltet auch gerne ein. So, wo bringe ich euch denn mal hin? Ich glaube, hier war ich schon lange nicht mehr. Weiß nicht, ob er noch weiter fährt, aber wir raiden mal hin, würde ich sagen. Ansonsten ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke für die Follows. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Wenn ihr mögt, sehen wir uns, wie gesagt, morgen zum Qualifying der VEM hier. Und dann, ja, geht's demnächst auch wieder weiter mit dem Endurance Cup bei Hove Sim Racing. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und dann grüßt mir den Simpanzer. Ich weiß nicht, ob er noch fährt. Mal schauen, ich hoffe mal. Ansonsten, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.